viele Teile habt ihr insgesamt gelistet? Roundabout 12 Millionen. 12 Millionen. Und es werden täglich mehr. Ich meine, 120.000 von den grauen Kisten, 120.000? Ja. Wahnsinn. Das ist so abgefahren, ne? So, Freunde, ich grüße euch. Heute wird es richtig spannend. Ich bin nämlich eingeladen von Granit. Und Granit hat hier im Norden Deutschlands eines der größten Ersatzteillager für Land- und Baumaschinen. Es dürfte heute wirklich richtig spannend werden, weil ich habe in der Vorbereitung einiges an Superlativen gehört. Und ich habe einen richtig coolen Kollegen heute hier am Start, nämlich den Frank. Und ich habe direkt schon gemerkt, du bist richtig im Thema. Du hast richtig gute Laune. Ja klar, ist Montag, da haben wir immer gute Laune. Ist Montag, wir sind da. Ja, die Idee kam von euch, dass ihr mir einfach mal euren Standort zeigt. Ich finde das immer super spannend, wenn man irgendwo reingucken kann, wo man eigentlich nicht reingucken kann. Und ich habe gerade schon angemerkt, eines der größten Ersatzteillager in Europa. Er sieht relativ unscheinbar aus, erstmal von außen würde ich sagen. Ich meine, ist zwar ein bisschen größer als bei uns das Lager, aber es ist sehr ruhig hier, ne? Ja. Und ich habe mir sagen lassen, heute Abend sieht das anders aus, denn es ist ja bei euch alles so auch so in so Schichten eingeteilt. Morgens hauptsächlich Warenannahme. Genau. Morgens haben wir eigentlich die Warenannahme hier. Alles, was abends rausgeht, muss ja nächsten Tag wieder aufgefüllt werden. Ne? Und dann haben wir morgens hauptsächlich Warenannahme, ja, und größere Aufträge, was einfach größere Volumen hat, die man dann per Spedition versendet. Also ist morgens sehr, sehr viel Speditionsversand und auch Kommissionierung für Spedition. So, und da wir etwas länger brauchen, habe ich mir sagen lassen, um alles zu zeigen, fangen wir direkt an. So, wir sind jetzt quasi durch den Lieferanteneingang rein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich sehe schon einige Förderbänder. So, sieht jetzt schon sehr eindrucksvoll aus. Ich sehe jede Menge Leute, jede Menge Transportbänder, jede Menge Kartons. Hinten dran sieht man aber schon, das geht noch weiter. Ne? Also vor allen Dingen wird, glaube ich, die Hallenhöhe wird noch ein bisschen höher. Genau, also das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Ersatzteilbergs quasi. Ersatzteil-Eisbergs, genau. So, Granit, Quality Parts, steht für Ersatzteile. Aber für Baumaschine, für... Genau, für Landmaschine, Baumaschine. Granit Parts ist unser Eigenlabel, unsere Eigenmarke. Na, und das ist so ein bisschen entstanden aus der Geschichte Hanomag damals, Hanomag Schlepper. Ne, jeder kennt einen Granit 500, ne, einen Schlepper, einen Hanomag Schlepper. Ach, da kommt das her? Ja, es ist also so gewesen, dass der Vater von Herrn Fricke seinerzeit das Ersatzteillager für die Schleppertechnik, als Hanomag pleite gegangen ist, mehr oder weniger, oder die Schleppertechnik eingestellt hat, hat der die ganzen Ersatzteile aufgekauft und den Namen Granit. Habt ihr immer noch Werkstatt-Service und sowas? Ja, auch. Definitiv. Wir bieten ja eigentlich letztendlich das ganze Set an für den Händler. Ne? Wir machen also wirklich verschiedene Sachen, können wir uns aber auch gerne angucken. Kann ich dir mal zeigen, was wir da so machen. Habt ihr hier im Haus auch? Ja, ja. Hier am Standort? Hier am Standort in Hesling, ja. Da würde ich sagen, gehen wir doch da mal hin, oder? Ja. Aber du musst vorgehen. Ja gut, okay, ich gehe vor. Moin. Kogi, sag mal moin. Also grundsätzlich. Zu jeder Tageszeit. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sehr praktisch. Moin. Jo, wenn der Wind in die gute Stube hier. Moin. Moin. Bei jedem mal moin, Euro in die Kaffeekasse? Bei jedem mal nicht moin, Euro in die Kaffeekasse, ne? Moin. Also, du riechst ja hier schon, ne? Öl. Öl, Diesel, ne? Hier haben wir unsere Einspritzpumpeninstandsetzung. Das heißt also, der Kunde schickt uns die Einspritzpumpe zu. Wir überprüfen die, machen Schadensbild, sagen dem, okay, die ist noch zu retten oder nicht zu retten. Und haben mal relativ kurze Durchlaufzeiten. Ne? Wir kriegen am Tag im Schnitt so 20, 25 Einspritzpumpen rein. Die werden dann innerhalb von ein, zwei Tagen werden die verarbeitet. Ja, wir haben ja, siehst du, wir haben ein paar Prüfstände. Ne? Guck mal, jetzt sieht man hier die Pumpe. Die ist ja offen. Genau. Also wenn die im eingebauten Zustand so aussieht, dann musst du dir Gedanken machen. Dann solltest du dir Gedanken machen. Da fehlt nämlich die Dichtung. Was machst du jetzt hier mit deinen ganzen Schaugläsern und so? Jetzt gerade stehe ich die Gleichbarung ein. Dass der eine Zylinder nicht quasi 30 Kubik fördert, der nächste nur 10 Kubik, wäre ja der Motor blöd. Läuft wie ein Sacknüsse danach. Ne? Was geht bei so einer Einspritzpumpe kaputt, klassischerweise? Oft, dass die Elemente verschlissen sind oder dass die gerade hier hinten an der Hebelage dann undicht werden, häufig. Also von bis. Wie viel Bar macht so eine Pumpe? In diesem Fall 170 Bar Einspritzpumpe oben. Und das jetzt mit den Fördermengen? Du lässt jetzt immer die definierte Laufzeit laufen und dann guckst du, wie viel ist drin? Ich messe jetzt auf 1000 Hübe, also auf 500 Hübe und rechne das nach 2. Ach, das ist das Klicken, was man die ganze Zeit gehört hat auch? Ja, wenn er fertig ist, dann klackert das einmal, weil er diese Wanne hier vorschaltet. Okay. Lebensdauer von so einer Pumpe generell? Je nachdem, wie sie halt gewartet und gepflegt wird. Ne?
Was muss man denn daran pflegen und warten? Das Öl ab und zu, alle paar Jahre vielleicht mal. Die läuft, die wird ja noch mit Öl geschmiert, hier ist ja eine Nockenwelle runter. Ach so. Da werden hier Nocken hoch und runter gedrückt von Nockenwelle. Die läuft ja in Öl. Im Prinzip ist das fast wie so ein kleiner Vierzylinder, ne? Ja, Motor. Ja, im Prinzip keine Kurbelwelle, sondern eine Nockenwelle. Und das ist quasi auch so ein bisschen so ein Kerngeschäft von euch von früher noch? Ja klar, also wir bauen das immer weiter aus. Wir haben draußen eben, wo ich gekommen bin, habe ich gesehen, wir kriegen schon wieder einen neuen Prüfstand. Ja. Meine Güte. Es wird immer mehr. Ja, es wird immer mehr, also die Nachfrage ist einfach da. Und das große Problem ist ja, ich sag mal auf dem Land, die Spezialisten sterben hier aus. Ja, wir haben ja immer welche, die Einschutzpumpen machen, das ist ja eine hohe Vertrauensbasis irgendwo. Ne? Die bringt man ja auch nicht nach jedem hin. Ich kenne das aus dem Oldtimer-Bereich, so ja, beim Benziner zum Beispiel, die Einspritzpumpen. Da gibt es ja auch nur noch wenige Spezialisten. Die sind dann auch sehr begehrt in der Oldtimer-Szene, die dann so eine Einspritzpumpe wirklich noch überholen. Ne? Letztendlich ist es so, dass die mittlerweile auch altersbedingt, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber aussterben. Das ist einfach so. Und wir haben uns der Sache ja verschrieben, weil wir machen ja auch viel Klassik-Bads. Ja, und wir können ja fast alle Einspritzpumpen. Ne? Also ich sag mal, so ziemlich fast alle Typen hier. Deswegen wir die neuen Prüfstände. Wir sind da stetig auch im Investieren. Ne? Und wir brauchen einfach diese Spezialisten auch. Und wir haben sie hier. Ne? Du bist das beste Beispiel. Ne? Das ist eine Koryphäe, der junge Mann. Ne? Das ist auch so einer. Ne? Den kannst du in 50 Jahren noch anrufen. Ne? Das heißt, du bist wirklich hier der Einspritzpumpen-Papst. Also ja. Du machst, das ist dein Kerngebiet. Also das ist mein Gebiet. Du gehst jetzt nicht raus in einer Stunde und machst Radwechsel. Nee. Ich muss Einspritzpumpen, Einspritztechnik. Ja. Wir machen ja auch von den ganz alten Porsche-Traktoren und sowas, die Einzylinderpumpen und sowas machen wir ja auch. Ja, und das hast du immer mehr, ne? Bei den Oldtimer, das ist ja auch ein Riesenmarkt, weißt du selber. Ne? Das heißt, wenn einer einen alten Trecker hat, kann er sich bei euch melden. Genau, dann läuft über seinen Händler, über seinen Fachhändler, ne? Und dann kann der bei uns hier die Pumpe instand setzen lassen. Also wir haben die Star, die auch noch eine, die war glaube ich 70 Jahre alt oder 75 Jahre sogar. Und die große Herausforderung ist einfach da auch die Teile noch für zu bekommen, für die alten Sachen. Ne? Und da sind wir eigentlich immer dran, dass wir auch mal was Gebrauchtes vom Markt, wir kaufen an, ne? Damit wir uns einfach zum Beispiel aus 5 Einspritzpumpen mal eine machen. Kannst du das nochmal anmachen? Ich fand das hat so was Beruhigendes. Aber krass, dass man für so ein Bauteil so einen großen Prüfstand. Aber wie würdest du das sonst anders machen? Angenommen, du hättest jetzt den Prüfstand nicht, du baust deinen Trecker selber zusammen in deiner Garage. Hättest du irgendwie eine Möglichkeit, mit deinem Fachwissen das irgendwie so hinzukriegen oder brauchst du sowas? Du kannst den so ein bisschen wahrscheinlich nach Gehör einstellen, wie der Motor läuft, aber hundertprozentig genau nicht wirklich. Also wenn ich meinen ersten Porsche-Schlepper habe, dann melde ich mich bei euch. Machst du. Kriegen wir auch hin. Okay. Geht, ne? Ja. Ich habe ja immer gerne gescheut, den Porsche-Schlepper zu kaufen, weil ich dachte, du kannst die Pumpe nicht mehr überholen. Aber ich wusste ja nicht, dass ihr das macht. Nee, das ist Butter- und Brotmaschine. Also Porsche pumpt man relativ viel. Ich habe ja sogar gesehen, als ich zu euch gefahren bin, ihr habt so ein schönes Display mit Containern. Da steht ein Hanomag, ein Porsche und den anderen habe ich nicht erkannt beim Vorbeifahren. Ein Hanomag, ein Porsche und... Eine IAC, ist das der D324? Steht der da im Moment drin? Ich glaube ja, also sorry. Und was ich mal by the way gerade sehe, ne, ihr habt natürlich auch sehr komfortabel, ihr habt eigenes Werkzeug. Ne? Das ist Black Edition, das haben wir relativ neu drin. Ja, das ist unsere Eigenmarke auch wieder, ne? Weil wir gedacht haben, okay, wir müssen vielleicht auch mal für den Markt was anbieten als Alternative und das kommt auch super im Markt an. Muss ich echt sagen. Also auch gerade mit Fachwerkstätten, klar, gegen den klassischen Werkzeug oder sowas, ist das einfach nochmal auch eine preisliche Alternative. Aber gut, ist doch. Okay, ja. So, lass mal weitergehen. Wir haben heute noch ein straffes Programm, habe ich gehört. Ja gut, hier hast du ja den größeren Prüfstand, ne, für Injektorentechnik. Ne? Hast du eine Ahnung, was so ein Prüfstand hier Pi mal Daumen kostet? Nee. Also da alles fiktive Zahlen. Ich kenne das aus dem Hydraulikbereich. Hydraulikbereich, so ein Prüfstand kostet ungefähr so um die 270.000 Euro. Und jetzt hier diese Prüfstände, ich kann es dir ehrlich nicht sagen, also, aber das ist auch schon, denke ich mal, so kurz vor sechsstellig irgendwo. Und ja. Herzschrittmacher darfst du nicht haben? Nee, der Herzschrittmacher wäre jetzt hier fatal. Also du könntest ein Gewicht kriegen, da bleibst du liegen. Ne? Dann funktioniert die Pumpe, aber die Pumpe nicht. Ja, aber du kriegst sie aber mit der Pumpe deine Pumpe nicht mehr ans Laufen. Ja, meine ich ja. Hier machen wir Gelenkwelleninstandsetzung. Das ist auch ein Thema. Stellen uns auch Kunden zur Verfügung. Ne? Hallo. Moin. Jetzt hat er Moin Moin gesagt. Ich denke, Moin Moin ist so. Moin Moin ist Geschwätz und so. Ist schon gesabbelt, ne? Ja, ist schon gesabbelt. Das war verkehrt. Ja, hier machen wir so ein bisschen hier auch Steuerventilinstandsetzung. Ne? Gerade für die älteren Maschinen. Hydrauliksteuerventile, abdichten. Also hier sind das diese älteren Ultramar und so weiter. MAN, Deutz, Güldner und Hanomag und sowas. Das sind diese ganzen Steuergeräte, die der von damals. Ich bin früher Güldner G35, glaube ich, gefahren, als ich so war. Und der hatte diese Lenkradschaltung.
Das fand ich schon relativ kompliziert mit 9 oder 8 Jahren. Ich habe 20 verschiedene Steuergeräte, was ich mache. Die dichten wir hauptsächlich. Aber hauptsächlich wollen die ja durch die Gegend fahren, dass sie nicht lecken und so, nach außen hin und so. Was ist das jetzt hier genau? Das ist jetzt kompletter Ventilblock? Oder? Dies ist jetzt ein Ventilblock, aber das ist schon eine neuere Version hier. Da ist es elektronisch angesteuert. Okay. Die sind heute auch im Glas, im Fan, überall drin. Wenn du jetzt so einen klassischen Ventilblock hier kriegst von so einem Schlepper, der nicht mehr gut ist oder wo es heißt, da, der ist undicht oder ist nicht so, oder guck mal drauf und überholst den. Wie lange sitzt du dann da dran? Das ist verschiedene. Das sind so, weiß ich, ganz simple Dinger, und sowas, wo wir nur 3 O-Ringe tauschen müssen und sowas. Aber es gibt auch welche, wo wir richtig das Innenleben rausnehmen müssen. Also ich sag mal von 1,5 bis 3,5 Stunden oder so an dem Ding mindestens. Okay. Aber noch bezahlbar dann in der Regel. Also wir reden da nicht über vierstellige Unsummen. Nö, das geht noch. Also diese elektronischen Dinger werden komplett und so. Aber die Reparatur kostet auch noch keine vierstellige Zeit. Okay. Gelenkwellen, wie gesagt, das sind auch Kundenwünsche. Die haben ja verschiedene Aufsteckgabeln. Jeder Schlepper, jedes Gerät, jede Maschine hat andere Gabeln. Und die werden dementsprechend umgebaut, wenn die aus dem Lager kommen, neu. Aber wir machen auch eben Reparatur, so wo was abgebrochen ist, wo verschlissen ist alles und sowas. Überlastkupplung, die Geschichte. Da haben wir extra so einen Prüfstand, da können wir dann das Drehmoment prüfen. Wie viel Drehmoment, wie viel Newtonmeter könnt ihr da drauf geben? Bis 3000 Newtonmeter. Hoch macht der noch. Irgendwann hört er noch schön. Das sieht so ein bisschen oldschool aus, ne? Hier mit Analoguhren. Das sind auch die alten Lichtmaschinen, das sind elektrische Prüfaggregate hier, wo wir eben Lichtmaschinen und Starter, Anlasser prüfen. Und da sind diese alten Maschinen gerade richtig auch für diese älteren Schlepper. Ne? Cool aus hier. Ja, da spannt man so einen Starter drauf und dann. Okay, dann siehst du, wie viel Strom der zieht. Ja, genau. Ampere und so, ja. Wie alt sind diese Prüfstände ungefähr? Die sind bestimmt auch schon 50 Jahre alt oder so. 50 Jahre? Da geht man auf, oder? Was? Ja, gut, aber ich meine, wenn du einen Voltmeter, einen Amperemeter hast, das ist auch. Vor 50 Jahren gab es auch Ampere. Ja, ja. Da hat sich nicht viel geändert. Nee. Nämlich gar nichts. Wir sind jetzt quasi von Hölzchen auf Stückchen gekommen. Aber genau. Jetzt sind wir eigentlich hier im Eingangsbereich, habe ich mir gerade sagen lassen. Ja. Klassischerweise natürlich ein schönes Luftbild. Das sieht aus wie so ein Wimmelbild, wo man alles so, wo so viel passiert. Ja. Ich muss mal überlegen, wir standen vorhin hier, ne? Genau. Dann sind wir hier reingegangen und dann gefühlt. Da sind wir da gelandet, genau. Und jetzt sind wir im Prinzip vom Place to be hier. So, und wenn wir jetzt hier rauskommen, dann könnte ich auch einen Glasschlepper kaufen. Ja, aber eigentlich da nicht mehr. Wir haben einen neuen Standort. Da oben seht ihr das noch hier. Da oben stehen jetzt noch ein paar Zelte. Ja. Und dort ist jetzt ein Fricke-Landmaschinen-Standort dahinter. Da oben der Kreisverkehr. Da haben wir komplett neu gebaut. Ursprünglich war das hier unten angesiedelt. Ja, und Expansion. Ne? Platz braucht Platz. Und da haben wir da oben den Landmaschinen-Standort hingestellt. Hier wäre dann auch noch Platz, oder? Ja, nach hinten haben wir noch ein bisschen Luft, ne, für die Zukunft. Ne. Hier vorne stehen auch noch 2 Hallen, jetzt auf der linken Seite oben, wo jetzt die Zelte stehen, da stehen jetzt auch Hallen. Ja, aber insgesamt kann man schon mal sehen, dass überall Bewegung ist. Hier sieht man auch hier das Bürogebäude, was noch gebaut wurde zu dem Zeitpunkt. Ne. Da unser Campus, ne? Haben wir vorhin auch vorgestanden. Genau. Aber das finde ich immer total spannend, wenn du dann hier bist, du kriegst es mit, wie sich das alles entwickelt. Und wie das mal angefangen hat, ne? Denn erzähl mal, was war der Anfang von Fricke? Der Anfang war ganz klassisch. Das war letztendlich eine Schmiede. Die sind einfach, wie es früher so in den 1920er Jahren war, da gab es in jedem Dorf 3, 4 Schmieden. Und das war auch hier? Das war ja im Dorf. Das hat sich dann über die Jahre halt entwickelt. Ne? Da wurden aus 5 Schmieden dann 4, dann 3, dann 2 und dann kam der Landmaschinenhandel dazu. Und dann war der Vater von Hans-Peter Fricke seinerzeit dann auch mal in den USA, hat sich das angeguckt. Hans-Peter Fricke ist jetzt aktuell. Genau. Und der Vater war dann schon die zweite Generation. Zweite Generation, das war genau. Nicht, also der hat auch schon noch als Schmied angefangen? Nein, der war schon nicht mehr als Schmied, aber der hat das Geschäft dann halt da vorangetrieben. Und der hat das in den USA gesehen und ja, und dann ist er hier angefangen, hat das Landmaschinengeschäft ausgebaut. Natürlich war Hanomag. Die Schlepper war eine Marke in dem Bereich, die da vertreten wurde. Und früher auf dem Land hatte jeder einen Hanomag-Schlepper. Und wenn er keinen hatte, früher Bulldog. Oder Porsche natürlich auch, klar. Aber wir hatten die Hanomag-Vertreter. Also Porsche-Schlepper, ne? Nicht hier
Obwohl heute fährt der Bauer auch schon wieder Porsche, wenn er ein paar Windkraftanlagen auf dem Acker hat. Das ist leicht verdientes Geld oder wenn die Betonkuh läuft. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Das hat sich dann so weiterentwickelt. Ja, und dann, wie gesagt, über die Jahrzehnte hinweg ging es immer weiter. Dann gab es diesen Standort hier, den man dann eröffnet hat. Ja, und was aus diesem kleinen Standort geworden ist, das sieht man jetzt so langsam. Und wir sind ja stetig am Umbauen. Wir sind ja gerade wieder Büroräume zu schaffen. Ne? Wie viel Fläche haben wir jetzt hier? Ja, ich glaube knapp 90.000 Quadratmeter. In Fußballfeldern? Mal so viel wie die Hälfte. Und da gehen wir heute auch noch durch, ne? Ja, ja. Da haben wir hier so ein paar Regale, ne? Das sind viele unserer Eigenmarken, ne? Unsere Kataloge, wo die Leute immer so viel Wert drauf legen, auch noch nach wie vor, wo sie einfach alles drin finden. Warte mal, ihr habt jetzt hier Schlepperersatzteile, würde ich erstmal sagen, okay, Schlepperersatzteile, aber ja. Dann daneben ist ein so ein dickes Buch nur Motor. Ja, also wir haben halt spezialisierte Kataloge für die Kategorien. Ne? Wir haben einen für Bodenbearbeitung, Schlepper, Motor, je nachdem, wo der Kunde nach sucht. Ne? Bremse und Getriebe, auch nochmal kurz bemerkt, auch so ein dicker Wälzer. Ja. Gartenforst ist auch hier so ein dicker. Da hätte ich jetzt schon Bock, wieder reinzugucken. Ich bin ja auch ein Online-Mensch, ne? Aber ich finde den Charme eines Papierkataloges, den kannst du nicht ersetzen, weil den nimmst du mal und dann fängst du an zu stöbern und blätterst mal durch. Es sei denn, das sind jetzt nur Excel-Tabellen. Nein. Dann wäre der Charme auch nicht so, aber... Das ist dann, ich sag mal, immer so ein Generationending. Der eine, der schaut halt nur online, der nächste sagt, ich habe lieber die Kataloge in der Werkstatt, blätter da mal innen drin rum. Ne? Kann ich auch mal mit dreckigen Fingern reinpacken, das ist nicht so schlimm. Ich sag mal, der Monteur, der jetzt nicht so internetaffin ist, ne? Der guckt halt lieber in den Katalog rein. Aber ich merke schon, also die jüngeren Leute, die sind ausschließlich online. Die sind ja nicht anders groß geworden. Wir haben so eine Online-Bestellquote von 96%. Ne? Also 96% der Leute bestellen bei uns online und die gucken auch fast alle online nach. Ne? Guck mal, dass ich das auch jetzt mal nochmal verstehe. Ja. Ihr habt einen Spezialkatalog Erntetechnik und Tierhaltung. Ja. Und da ist jetzt hier, was ist das, so ein grober oder so? Das ist ein ganz normaler, für einen Heuwender ein Zinken, genau. Ich bin jetzt nicht Agrar, ne? Also ich bin jetzt da nicht so im Thema. Das ist jetzt Bodenbearbeitung? Genau, das ist ein Schar von einem Grubber, ne? Genau, das ist ein Thema, das ist wirklich Bodenbearbeitung, ist alles, da willst du Flugschare finden, aber alles Mögliche. Wie viel, das ist hier ein Anhängerkastenschloss? Genau, das ist Trailer, Anhänger, Nutzfahrzeuge. Ja, guck. Ja. Hier, eigenen Sonnenkatalog, nur für Gülletechnik. Ja, erstmal Gülle fahren, ne? Und Pflanzenschutz, und ganz wichtig. Ja, genau. Also wir haben das schon nach Themenbereichen, einfach um den Leuten die Suche auch zu vereinfachen. Aber Wahnsinn, wie oft kommen die Kataloge neu? Jedes Jahr? Nein, eigentlich ist es, wenn der Katalog erscheint, ist er schon wieder überholt. Muss man ganz ehrlich sagen, da ist ja enorm viel Arbeit drin, technische Redaktion. Ja, also wir versuchen die schon alle drei Jahre neu zu machen, aber eigentlich, wenn der rauskommt, weil sich in der Zeit schon wieder so viel tut. Wie du sagst, das sind ja Kosten, Aufwand dahinter, das macht sich ja nicht mal eben umsonst, ne? Ja, wir waren aber so die Ersten im Markt, die das überhaupt so gemacht haben. Und heute, viele stehen auf die Kataloge, es gibt genug diesmal, aber wie gesagt, wir merken, die Online-Quote wird halt aufgrund der Generation, die anders aufgewachsen ist, größer werden. Ne? Kupplung, hier haben wir hier Kupplung, Getriebe, Lenkung, Baumaschinen haben wir auch. Jetzt neuestes Kind und ja, Gabelstapler-Ersatzteile auch so ein Wälzer, ne? Gut, ja, Mann. Wahnsinn. Ja. Dann Hydraulikschlauchfertigung. Jo. Hydraulik macht Sinn, sowohl bei Baumaschine als auch bei Landmaschine. Genau. Wie bestellst du das hier? Nach Katalog oder? Geht auch, ja. Aber wir haben ja einen dicken Hydraulikkatalog, da steht eigentlich alles drin, auch Standardschlauchleitung. Aber wenn was außer der Norm ist, kannst du das im Shop bestellen, kannst du konfigurieren. Wir haben einen richtig schönen Konfigurator. Und wenn du das bis 4:30 machst, dann geht am nächsten Tag der Schlauch bzw. am gleichen Tag raus und nächsten Morgen hat der Kunde den dann zu Hause liegen. Ne? Und der Kollege, der es hier macht, der presst sie dann. Dann gehen die overnight nächsten Tag raus hier. Wo ist er? Okay, Material ist vorhanden? Ja, haben wir natürlich auch. Wir haben ja auch eigene Schlauchpressen. Das ist da, wo wir... Also nicht den Finger drunter halten. Besser nicht, weil der ist garantiert ab. Ne? Der kennt auch keine Knochen. Ist das eine Säge? Ja. Der Schneidblatt, der Stempel fährt nach unten und drückt den Schlauch in die Säge rein. Das rotiert immer unten. Dann pusten wir die Schläuche an einem aus, dass wir die Schlauchreste nicht im Schlauch haben. Ah ja, macht Sinn, weil sonst hast du ja die Gummireste irgendwo in der Hydraulik Filter, drin. Ja, genau. Aber ja, was nicht im Filter ist, ist natürlich auch nicht schlecht im Filter. Wie viel Bar ist das jetzt für ausgelegt? Ja, der Schlauch steht da vorne drauf hier, der hat 330 Bar, der Schlauch. Das haben wir auch jeweils immer vorgemarkert hier, dann ist für die ein 6er, der hat 400 Bar. Dann den 8er, 350,
der DN10er 330 und dann der DN12er 275 Bar. Und die krimmst du jetzt da drauf, oder? Ja, genau, das sind jetzt die Hülsen. Wir nehmen in dem Fall jetzt hier die Armaturen drauf. Das sind die Standardarmaturen 12L. Also Armatur heißt, das ist quasi der Gardena-Anschluss, so der dann draufklickt. Ja, genau. Nur mit ein bisschen mehr Bar. Ja, genau. Und dann in dem Fall ein bisschen mehr Bar. Mal 100, locker, ja, genau. Minimum. So, dann steckt man die Hülse hier vorne drauf. Aber jeweils dann immer vorne die Kante, weil da geht es dann nicht. Die Kante ist dafür da, dass dann halt eben die Hülse geht dann genau bis da ran am Schlauch. Und dann bleibt sie genau da an der Kante hängen. Beim Pressen wird die sozusagen da rangepresst, die Hülse. Ne? Stecken wir so weit drauf. Auf der anderen Seite auch. Und das machst du jetzt aber nicht mit dem Schraubstock? Nee, den Schraubstock, der steht hier. Der gehört zur Werkbank. Also das ist die Pressmaßtabelle. Hier suchen wir das jeweilige Pressmaß für den Schlauch raus. Wir haben 2SN-Schlauch haben wir eben ausgewählt, 2-Langschlauch. Da gibt es Unterschiede hier. 2SC ist ein bisschen flexibler, ein bisschen dünner. Wir haben jetzt den 2SN genommen. 2SN, DN10. Können wir hier gucken bei den DN-Größen. Dann wird DN10er. Und dann wissen wir, das Pressmaß, was er zusammenpresst, ist außen 21,6. Soweit presst die Presse die Hülse zusammen. Also du gehst hier dann gar nicht nach Druck, was irgendwie beaufschlagt wird, sondern wirklich nach Maß. Genau, weil der weiß, okay, wenn er das Maß hat, stimmt der Pressdruck genau, alles. Kann man das auch nachgucken. Wir haben noch so Schiebeleier, da kann man dann gucken, wenn du dir die Seite hier mit dem Strich, die darf da nicht durchgehen, die ist ein bisschen dicker als auf der Seite. Ja. Und die Seite, die muss da durch. Im Prinzip kein Hexenwerk, aber es muss genau sein. Ja, weil sonst ist blöd, wenn so ein Ding platzt. Genau. So, dann gehen wir auf 21,6, was er hier uns ja hier sagt. So, dann nehmen wir ihn einfach, haben hier den Spiegel, um sehen zu können, wo wir sind, weil wir wollen ja nicht die Armatur mitpressen. Dann nehmen wir das einfach. Und jetzt ist es nichts anderes mehr, als halt eben rausdrücken. Bis einmal kann ich jetzt einmal weiter drücken. Jetzt fällt jetzt aber nur so weit zusammen. Diese 21,6 mm. Das ist jetzt fertig. Das ist fertig, genau. Nicht so schlimm. Unspektakulär, ja, ne? Ja. Kann ich den mal probieren? Gerne. Ja. Also ich würde jetzt so bis hier gehen. Genau. Okay. Passt. So, jetzt geht er nicht weiter. Ja, merkst du genau. Ja. Und jetzt gehe ich auseinander. Ja, auseinander. So. War jetzt tatsächlich relativ knapp. Ja, gut. Aber es passt alles, genau. Habe ich natürlich mit Absicht gemacht. Ja. Bisschen Nervenkitzel, genau. Ja, eben. Genau, dann machen wir da noch Kappen drauf. Dass halt eben auch beim Transport kein Staub da reinkommt und so. Und dass der Kunde dann bis zum Feld halt keinen Dreck am Schlauch hat. Wie viele Schläuche machst du hier so? Ja, wir machen am Tag 80 bis 100 Schläuche. Aber es ist natürlich auch immer noch ein bisschen davon abhängig, wie viele interne Produktionen wir noch haben. Wir machen ja nicht nur das, was der Kunde jetzt im Webshop bestellt, sondern halt eben auch fürs Lager. Also du machst auch quasi vorkonfektioniert fürs Lager, die dann dort liegen? Genau. Und dann eben auf Maß, wenn ich ganz ein bisschen genauer als diese halben Meter machen, dann geht es halt auch eben ein paar Zentimeter. Was hast du gelernt, ausbildungstechnisch? Landbaumaschinenelektroniker. Okay, cool. Was magst du an dem Job? Ja, alles. Ne? Man hat natürlich einen extrem umfangreichen Beruf. Also die ganzen Maschinen, die Träger oben. Also ich habe hier bei Fricke auch oben in der Landmaschine leider gelernt. Die ganzen Maishäcksler, Mähdrescher, Kartoffelruder, wir machen ja so ziemlich alles. Das heißt, du hast oben gelernt, das heißt in der Werkstatt? Genau, oben bei Fricke. Okay, würde ich sagen, da gehen wir jetzt mal hin. So, Frank, was hast du hier? Offensichtlich Schlepper. Jo. Da hinten sehe ich einen Jaguar. Hm. Aber auch nicht das Auto, sondern Agrar. Leute wissen, was gemeint ist. Ein Fendt, ein Klaas, Kommunalausführung und ein Minibagger. Jo. Das heißt Agrar- und Baumaschinen. Land und Baumaschinen. Genau, Land- und Baumaschinen. Ne? Das ist jetzt so eine Sparte, weil wir Kommunal auch haben. Betreiben wir dort auch über einen Zweig unserer Firma die Kubota-Schiene Kommunal. Das betrifft Trecker, Minibagger, ja, und natürlich Ersatzteile. Ne? Also das ist jetzt nicht nur so eine kleine Showwerkstatt, sondern es ist wirklich für euch auch das Business. Und da kommt ihr auch her. Genau. Ja. Und letztendlich, bei euch ist es jetzt auch so, ihr habt eine eigene Werkstatt. Ist es eure einzige Werkstatt oder habt ihr Niederlassungen? Nein, wir haben wesentlich mehr Niederlassungen noch hier im Hausgebiet. Wir betreuen also hier das Hausgebiet um Bremen. Ja, und wir haben auch im Norden noch Niederlassungen und wir bauen das stetig aus. Auch in Ostdeutschland. Mecklenburger Landtechnik gehört zum Beispiel auch zu uns. Ja. Also das wächst und wir haben natürlich im Ausland noch Dependancen. Wir sind in Polen John Deere Händler im Landmaschinenbereich. Dort gibt es 4 große John Deere Händler, wir sind einer davon. Die Landtechnik geht ja immer weiter, siehst du ja hier. Ne? Wir haben Zubringerfässer, ne? Und Saphir Maschinenbau, ne? So Anbaugeräte und sowas haben wir auch. Was ist das hier? Ich hätte jetzt von weit hätte ich gesagt Motorblock, aber nee. Ich bin nicht aus der Landtechnik. Jetzt sehe ich natürlich auch, dass kein Motorblock ist. Nee, das ist ein Körnercracker von Maishäcksler. Da wird das Korn kaputt gequetscht. Hier siehst du die Quetschwalzen, ja. Ne, damit das Korn angeschlagen wird, damit der Keim einfach nicht mehr im Silo weiter wachsen kann. Ne?
Also ich komme ja eher aus der Baumaschine, aber wenn ich sowas jetzt schon wieder höre, finde ich auch unheimlich spannend. Und ich muss sagen, eigentlich die coolste Maschine überhaupt, finde ich, kann auch keine Baumaschine das Wasser reichen, ist so ein Mähdrescher. Weil da hast du ja im Prinzip einen Produktionsbetrieb, eine eigene Fabrik intern. Intern, ja. Sag ich mal, ein Bagger oder eine Baumaschine ist ja in der Regel was als extern macht, was du siehst. Und da hast du so eine Blackbox mit einer unheimlichen Komplexität, ja. Weil Mähdrescher ist, was ist denn so die Landmaschine, die Königsklasse? Ja, Königsklasse ist schon Mähdrescher, Feldhäcksler. Schon Mähdrescher? Ja, Mähdrescher und Feldhäcksler. Also das ist schon wirklich die Königsklasse in der Landmaschine, würde ich jetzt fast sagen. Und da vorne stehen ja welche, das mal eben verkauft ihr die auch noch. Ganz nebenbei tun wir das auch noch, ja. Was kostet denn so ein großer Mähdrescher so? Von bis. Also da kannst du, wenn du so einen Mähdrescher in der ganz Upper Class, bist du bei 500.000 Euro. Aber dann ist Klima Inclu. Komm, wir gehen mal. Jetzt will ich das Lager sehen. Frank, ich sehe jede Menge Scheiben. Jo. Wir wissen ja alle, bei einem Trecker oder auch beim Bagger geht gerne mal eine Scheibe zu Bruch. Und die hat man dann auch gerne schnell wieder. Ja, wir haben hier eigentlich ein relativ großes Scheibenlager mittlerweile angelegt, wo wir sagen, okay, wir können für die verschiedenen Fahrzeugtypen, und du weißt ja selber, ist wie beim Auto, jeder hat eine andere Scheibe, ist natürlich immer schwierig zu handeln, aber wir haben schon eine große Anzahl an Scheiben hier am Lager und hier werden die dann so verpackt, sichtbar verpackt, damit der Fahrer nachts sieht, oh, ich transportiere eine Glasscheibe. Klar. Wenn du das schön einpackst, dann kannst du dreimal draufschreiben, Vorsicht, Glas, interessiert keinen. Interessiert keinen Menschen. Und deswegen sind wir hergegangen, haben wir hier so ein dolles Gerät, wo wir die Scheiben sichtbar mit verpacken. Das hat auch im Nachhinein gezeigt, dass unsere Fehlerquote bzw. die Bruchquote über Nacht wesentlich geringer geworden ist, weil die das wirklich visuell aufgenommen haben und haben gesagt, okay, ey, da ist ja eine Scheibe, die packe ich lieber mal vorsichtig an. Ne? Man fühlt sich für die Scheibe verantwortlich. Richtig, genau. Was könnte das jetzt sein? Ist das eine Frontscheibe, eine kleine? Nee, das wird vermutlich eine Eckscheibe sein. Ja, genau. Ne? Da steht es auch, ne? Eckscheibe, ne? Eckscheibe rechts. Aber von was sehen wir jetzt? Das ist vermutlich, nee, sehe ich, okay, das ist eine vom Minibagger. Weil die ist hier auch aufstellbar, ne? Die hat Löcher drin. Ne? Aber guck mal, wo das hingeht, in den Export. Export, das ist, geht nach, das ist schon ganz schön weit. Also das was ist, ja, ist denn RS? RS müsste, nee, Rumänien ist es auch nicht. Remscheid. Remscheid. Ja, das ist auch weit, ja, ja. Aber so ist sie halt verpackt, ne? Du siehst hier, die hat hier außen diese Kanten dran, ne? Dass einfach der Kantenschutz ist, ne? Und dann wird die eingefallen und die, ja, ich meine, lass sie nicht fallen. Nicht fallen lassen, nicht gut. Ja, und dann machen wir es so, dass sie hier über das Band läuft. Und die kriegt in der Maschine diese Kanten? Nee, die Kanten machen wir manuell drum. Ne? Okay. Und dann ziehen wir nachher die Folie um und dann schweißen wir die fest letztendlich. Die geht nach Korbach. Ja, den kenne ich sogar. Den kenne ich. Also hier werden Kleinserien kommissioniert. Du siehst hier Granit-Eigenmarke. Ja? Ach, die haben hier so Karabinerhaken oder sowas. Genau. Dann haben die hier, diese. Hier siehst du die Shopwand, ne? Das sind diese Eigenprodukte. Und die werden dann hier kommissioniert und dann da eingeschweißt. Da kann der Kunde, wenn er jetzt sagt, ich brauche 10 VE10 Zuösen oder irgend sowas, ne? Wird das da zusammengeschweißt. Ich habe in meinem bisherigen Leben noch nicht darüber nachgedacht, dass es solche Maschinen gibt. Aber klar, das willst du ja nicht per Hand machen. Das kannst du auch gar nicht per Hand machen, weil es halt verschweißt wird. Ne? Ja. Da kannst du jetzt mit dem Feuerzeug drunter halten. Irgendwann wird das auch zusammenkleben. Ja. Ne? Aber oder ein Lötkolben. Ja. Musst du ein bisschen Zeit nehmen. So, Frank, hier waren wir ja ganz am Anfang mal. Hier ist Bahneingang. Genau. Ne? Also das sind von dort aus wird angeliefert. Und hier kommt halt die ganze Ware an, wird vorkommissioniert, das heißt auch gekennzeichnet. Wie wird das kommissioniert? Also das kommt aus dem LKW raus, steht dann da schon jemand mit dem Scanner, der eben... Nee, wir fahren die Ladung erstmal hin, die Ladung wird gescannt und dann nachher geht der Einlagungsprozess los und dann fangen wir an, die VEs einzeln zu scannen. Wir machen natürlich auch eine Eingangskontrolle, das heißt wirklich, das Material wird auch geprüft. Ne? Also wenn jedes Material, was reinkommt, wird geguckt, okay, ist das Material, was wir bestellt haben? Ist es die Qualität, weil es kann auch sein, dass unser QM ab und zu kommt und sagt, halt, stopp, stehen lassen. Wir nehmen erstmal einen Teil mit und kontrollieren das, ob das auch unseren Qualitätsansprüchen gelangt. Okay. Ja, das ist jetzt ja eine Gummikette, das ist relativ einfach. Aber auch da gibt es starke Unterschiede von der Materialverwendung her. Ja, und du siehst ja, wir haben nicht eine Gummikette hier. Das sind so, ich schätze mal, knapp an die 200 Gummiketten. Übrigens, ne, wir sind jetzt auch schon eine Reihe durchs Lager gegangen. Aber Frank sagte mir gerade, das ist alles Geplänkel, was da hinten stattfindet, im Vergleich zu dem, was noch kommt. Ne? Also wir könnten uns auch hier 2 Tage aufhalten. Rein theoretisch, ja. Aber locker. Wird jetzt hier die Ware verschickt, oder? Nee. Hier wird sie nicht verschickt. Hier wird sie eingelagert.
Also hier hast du jetzt Außenspiegel, ne? Kann man als Schminkspiegel nutzen, ja, geht ohne toten auch, Winkel. Ja. Das sieht doch gut aus. Ja, die beiden, die da drauf sind, sehen gut aus, perfekt. Oder? Perfekt. Das wird eingelagert. Genau, das kommt hier in die Boxen, dann wird das gescannt. So, er scannt jetzt, er sieht jetzt das Teil. Ne? Ach, da ist jetzt ein Bild. Okay. Genau. Scannt den Code ein, scannt seine Dings ein, er sagt okay. Und jetzt fährt das Ding los ab ins Zentrallager. Also Kunden fragen mich oft immer, wie sieht das bei euch in der Logistik aus? Ich sage, stell dir einfach Gepäckfertigung beim Frankfurter Flughafen vor. Ist nichts anderes. Du siehst ja, was hier den ganzen Tag reinkommt, das muss ja irgendwann auch weg. Sonst kriegst du ja hier einen derben Stau. Ne? Habt ihr 3-Schicht-Betrieb? Ja. Das heißt, hier ist niemals das Licht aus? Eigentlich nicht, ne. Hier ist aber auch ordentlich Musik, ne, im Hintergrund. Ja, so, ja, also so ein paar Stapler fahren hier, ne? Wie viele Stapler sind hier im Einsatz? Ja, so 180 Geräte so für den innerbetrieblichen Umschlag. 180, so. Kann man mal, ne? So. So, oh, jetzt kommen wir mal in Höhen hier. Ne? Krass. Oh, alter Vater. Ja. Das ist mal Hochregallager, ne? Ja. Und auch Langregallager, ne? Warte mal, was ist denn da? Aber hier sitzt keiner drauf, ne? Doch, sitzt doch einer. Moin. Also hier haben wir ja unser Großteilelager, ne? Hier sind alles die großen Teile drin, die einfach nicht im Kleinteilelager untergebracht werden können. Und hier siehst du das, wenn er da hochfährt, ne? Also das ist auch kein Job für jedermann, ne? Muss der lenken oder ist das gesteuert? Nein, der wird geführt. Okay. Das heißt, der guckt einfach, wo er was rausholt. Richtig, der kriegt das auf sein Display drauf und sagt, okay, ich brauche den und den Lagerplatz, die und die Box. Da sind die Großteile und die schweren Teile drin und dann holt er die raus und fährt die halt nach vorne hin. Und dann scannt er wieder, siehst du? Oder lagert auch ein hier, ne? Ja, aber wenn du jetzt mal siehst, guck mal, wie weit der hinten fährt, ne? Dann denkst du dir, ne, der hat jetzt 20 Meter gefahren. Guck dir das mal an. Guck mal hier, wie krass das aussieht. Wie lang ist das? Knapp 100 Meter. Ne? Guck, jetzt fährt er da oben hin und da oben aus dem letzten Lagerregal was raus. 100 Meter und was haben wir für eine Höhe? 14 Meter Höhe. 14 Meter hoch? Ja. Und er macht halt einen ganzen Tag, fährt er hier durch. Ne? Wie kommt das jetzt woanders hin? Aha. Der wird gleich abgeholt. Ach, das heißt, jetzt kommt ein Kollege, der das dort entgegennimmt. Richtig, der holt das dann hier weg. Oder er fährt halt noch ein Stück ins Vorne. Ach, der stellt das hier vor Kopf? Genau. Ab, okay. Und dann kommt ein anderer, der greift das dann halt mit einem normalen Stapler und der schickt das dann weiter. Aber diese ganze Verarbeitung der ganzen Kette, das heißt, er kriegt auf sein Display, holt das aus dem Regalplatz. Richtig. Und der andere Kollege, wenn das jetzt da ist, er quittiert das jetzt, dann weiß der andere Kollege, jetzt kann ich hier hinfahren. Genau, dann kriegt der andere Kollege den nächsten Auftrag und dann geht er da hin und holt das da weg. Und hier ist der nächste Kollege schon und versucht schon wieder was zu bringen. Also er lagert hier ein und aus, ne? Also beides. Ne? Jetzt kommen wir mal weiter, jetzt gucken wir uns noch mal ein anderes Lager an. Wie viele Teile habt ihr gelistet insgesamt? Roundabout 12 Millionen. 12 Millionen? Und es werden täglich mehr. Werden es echt noch mehr? Ja. Warum? Weil neue Produktgruppen dazu kommen? Neue Produktgruppen, ne? Wir haben ja den Bereich Baumaschinen jetzt mit dabei. Und das ist jetzt so ein Produktsektor, der bei uns enorm wächst auch. Ne? Du siehst da vorne im Lager zum Beispiel haben wir auch Baggerlöffel liegen, komplette. Alleine jetzt eine Baumaschine. Es gibt so viele. Es gibt verschiedene Motoren. Teilweise kriegst du ja eine Maschine, wo vielleicht einmal ein Kubota-Motor drin ist, dann ist vielleicht ein Yanmar-Motor oder einmal ein Deutz-Motor drin. Da hast du ja eine tierische Vielfalt. Ja, das ist so die Mammutaufgabe, dass du das hinbekommst. Dass du eine Lagerfähigkeit hast. Ich meine, viele Sachen in der Motorentechnik sind ja, ich sag mal, im Bereich Baumaschinen zu Landmaschinen auch gleich. Du hast ja den gleichen Deutz- oder Siso-Motor oder irgendeinen Motor hast du ja in der Landmaschine auch. Vielleicht nur leicht abgewandelt. Da hast du das Teil eh schon auf Lager für Landtechnik. Guck mal, der ist jetzt schon wieder am Start. Also der ist ja gerade vor einer Minute ist der hier vorbeigefahren. Ja. Jetzt. Ameisen. Du müsstest mal hier echt einen Zeitraffer machen, so 2 Stunden. Also gefühlt ist das halbe Regal da schon wieder durchgetauscht. Ja, so ungefähr. Das ist halt die chaotische Lagerhaltung. Ne? Aber jetzt momentan, wie gesagt, um diese Uhrzeit konzentrieren wir uns halt mehr auf den... Chaotische Lagerhaltung, ne? Muss man vielleicht noch mal erklären für die Zuschauer, die jetzt nicht so aus der Logistik sind. Mhm. Wenn du jetzt zu Hause deine Werkstatt einräumen würdest, dann würdest du sagen, okay, die Schrauben kommen alle in ein Regal. Genau. So, und hier ist das nicht so, weil? Ja, ganz einfach, wir müssen die Platzressourcen nutzen. Wir wollen ja möglichst kurze Wege haben in der Logistik. Das heißt, die Umschlagartikel, die umschlaghäufigsten Artikel stehen hier auch vorne. Und wir müssen auch alles irgendwie unterbringen. Das heißt, also deswegen haben wir es chaotisch gemacht. Das heißt, es gibt also im Prinzip nur den wechselnden Lagerort, damit wir das einfach
auch bunkern können. Also chaotisch heißt in dem Sinne nicht, dass kein System dahinter ist. Doch, sondern da ist schon ein System hinter, ne? Aber natürlich. Das ist ein System, das kannst du aber auch nur EDV gestützt realisieren. Jo. Und da sind auch, glaube ich, Fahrwege. Ne? Wenn du zum Beispiel einen Rennerartikel hast, dann liegt er nicht ganz hinten, sondern er liegt relativ weit vorne. Der liegt relativ weit vorne, um dann auch diese Zeit einfach zu sparen. Das macht aber bei euch nicht der Logistiker, der dann sagt, okay, sondern das macht dann auch eine Software. Eine Software, ja. Das ist echt krass, ne? Weil das ist ja immer so ein Skalierungseffekt, wenn du solche Mengen hast und du sagst, du hast jetzt bei einem Rennerartikel nur 10 Sekunden Wegzeit gespart. Und du verkaufst diesen Artikel 6.000 Mal im Jahr oder 10.000 Mal im Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja Arbeitstage, die da gespart werden. Also Logistik ist immer ein Prozess. Logistik ist immer ein Prozess. Es gibt immer wieder was Neues. Es gibt immer wieder andere Möglichkeiten. Wir versuchen das auch immer wieder zu optimieren, um einfach auch die Schlagkräftigkeit aufrechtzuerhalten. Ne? Du siehst ja jetzt, was wir hier so stehen haben. Und irgendwie muss das ja auch zum Kunden kommen. Ne? Unter uns Pastorentöchtern, das ist wahrscheinlich doch hier schon großes Tennis, oder? Oder könnte man jetzt noch einen draufsetzen? Na, draufsetzen kannst du immer. Das ist ja logistisch 5 Meter höher und noch 100 Meter länger. Der ist jetzt ganz oben. Also die Jungs, die da oben hantieren in den Höhen, ne, die müssen das Ding schon beherrschen, ne? Ganz klar. Vor allen Dingen, wie gesagt, du willst das ja nicht runterfallen lassen. Er hat ja eine Kamera auch drauf oben, ne? Wenn er ganz oben ist, dann sieht er oben, ist eine kleine Kamera drauf, dass er sieht, wo er ist mit der Gabel. Wo sind wir jetzt hier? Ich sehe hier so ein Kaderngelenk. Ja. Aber das ist jetzt auch wirklich chaotisches Lager at its best, denn Kaderngelenk. Und hier haben wir Öl, das könnte Shell sein. Nein, nee. Stieger Original. Okay, Original. Original, 5W50 Getriebeöl. Ja. Ist das jetzt einer der Topseller oder? Nein. Also wir befinden uns hier in dem Bereich. Wir haben hier 3 Regallegerfächer mit 18.000 Artikeln, die halt nicht so häufig drehen. Die hast du beim Produktportfolio, wenn du 250.000 Artikel ständig am Lager hast, hast du auch mal Langsamdreher dabei. Und die sind hier in diesen 3 Gängen verteilt. Das heißt also, die haben dann einen Umschlag von 1 bis 2 Mal bis maximal 5 Mal im Jahr. Deswegen sind so manche Sachen ab und zu auch ein bisschen zugestaubt, aber du musst sie haben. Wenn du sie nicht hast, wäre blöd. Blöd, ja. Ne? Siehst du hier, ne? Ist noch ein bisschen Patina drauf. Ne? Aber du hast ja vorhin gesagt, 12 Millionen gelistet oder gut rund 12 Millionen. Ja. Und jetzt habt ihr hier, wie viele Artikel habt ihr hier lagernd? In Hisslingen 250.000 verschiedene Artikelpositionen. Ich möchte gar nicht wissen, was hier für ein Lagerbestand ist. Also hier zwischen Daumen und Zeigefinger. Der ist schon ordentlich. Also ich sag mal, wir machen mal so ein kleines Rechenexempel. Ein Artikel im Schnitt 1 Euro ist natürlich niemals, ne? Ist schon mehr als mein Monatsgehalt insgesamt. Ja, ja. So, aber wenn ich sowas sehe, da sind wir auch ruckzuck bei ein paar 100 Euro. Ja. Selbst hier die Kanne Öl wird 40, 50 Euro kosten. Also würden wir mal 100 nehmen. Auf jeden Fall ist es ein riesen Kapital. Also es sind schon mehrere Millionen Euro, die hier liegen, wollen wir es mal so sagen. Und die genaue Zahl kann man eigentlich nicht so beziffern, weil durch den ständigen Warenausgang, ne, hast du ja immer Schwankungen da drin. Aber es sind mehrere Millionen. Bei den ganzen Kunden, die wir haben, der Umschlag ist einfach da. Ne? Und da musst du einfach so viel hinlegen, sonst bringt es nichts. So, jetzt wird es, glaube ich, noch mal interessant. Ja. Ich sehe Kartons. Ich sehe tote Menschen. Aber die liegen erstmal hier so an der Maschine. Das heißt, wenn ich das jetzt machen würde, hätte ich diesen Karton. Richtig. Den stelle ich mir auf. Kann ich es ja mal probieren. Ja. Das ist ja genau mein Ding. Nicht. Jetzt geht's schon los. Ne? Ja. Also nicht nur in Mathe schlecht. Nein, Religion und alles. Religion und Kunsthandwerk auch noch. Mist. Ja, so ungefähr. Also der wird jetzt schon mal nicht so ankommen. Genau. Vor allen Dingen frage ich mich jetzt gerade, wie geht denn das Ding zu? Ja, ganz schlecht, ne? Gar nicht. Endlich ist hier ja der Start von allem. Ne? Für unser Kleinteilelager werden hier die Kartons automatisch, vollautomatisch letztendlich vorgepackt. So, dass sie dann so zwar aussehen, aber es hält. Okay, und natürlich mit dem Deckel, logisch, das ist ja nur der Karton, da kommt noch ein Deckel drauf. Genau, das kommt gleich bei einer anderen Maschine. Also hier grundsätzlich, diese Kartons werden hier in 2 verschiedenen Größen, wir haben 2 Größen davon. Das sind die kleinen oder groß? Okay. Ne? Der stellt den automatisch auf, zack, zack. Ich finde das so faszinierend. Hier alles Pneumatik, es ist zwar immer wieder derselbe Arbeitsgang, aber wir stehen hier, wir machen ja nichts und zwischendurch wird dann hier so ein Karton eben gebastelt. Also das wird ausgelöst durch auch die ganze... Nach einer Bedarfsreaktion. Ne? Du hast dann auch hier schon, ne, siehst du ja auch, hier hast du ja auch schon Scannen drauf. Ne?
Der ist aber universell, der wird dann quasi zugeordnet. Das ist der First Scan. Das heißt also, der Karton wird jetzt, das D-Scan-Nummerbehälter dran, von Anfang an. Und dann wird die Ware demnächst gescannt, automatisch. Der weiß ganz genau, in dem Karton ist das Teil drin. Da hat sich jetzt einer wieder gegönnt, großer genau, Karton. Der weiß jetzt, okay, ich habe hier einen Auftrag drin. Also im Prinzip kannst du sagen, hier pro Karton so ein Auftrag. Ne? Jetzt sind wir ja noch nicht in der Primetime. Die kommt ja noch, weil ja, wir haben es noch relativ früh. Hier ist auch über den Tag erstmal ein bisschen weniger los. Ja, so wie die Aufträge reinkommen. Es gibt ja auch Kunden, die andere Orderarten haben. Ne? Wo das, was ich sagte, wenn du morgens mal was so ein bisschen ruhigere Aufträge sind oder wo du sagst, ich habe sehr komplexe Aufträge mit vielen schweren großen Teilen, die Speditionsversand haben. Und die Kleinteile schickt man dann hier in den Karton. Okay, ja, stimmt. Und das sind nur Kleinteile. Ne? Naja, das ist ja nur Kleinteile. Ne? Guck mal, egal wo du guckst, irgendwann huscht mal wieder so ein Karton hier vorbei. Genau, die werden jetzt nach oben gefördert ins AKL. Das da waren wir noch nicht. Nee, da gehen wir jetzt hin. Das ist so krass. Es ist eigentlich wie eine Modelleisenbahn, aber hoch 10, oder? Ich sag ja, die Technik geht immer weiter. Ne? Ist natürlich auch ein enormer Wartungsaufwand, musst du dir vorstellen, wenn du hier mal guckst, was hier alleine in Sensorik drunter sitzt. Ne? Was misst der denn? Wenn sich das dreht, wenn ein Karton drüber geht oder wenn sich es nicht dreht und er sollte eigentlich. Sowohl als auch. Und die Scannung halt von dem Paket. Ne? Wie oft muss hier jemand dran? Eigentlich im Rahmen der normalen Wartung. Also wir gucken schon vorbeugend auch, ne, was wir da machen. Aber letztendlich sind die Ausfälle eigentlich im Verhältnis zu dem, was die hier leisten müssen, gering. So, das sind unsere Freunde, ja, unsere Kartons von eben. Von eben, genau. Ne? Also die kommen hier an. Du siehst jetzt von der rechten Seite dort die Boxen kommen. Und die sind schon für den Kunden spezifisch vorgepackt. Du siehst auf dem Bildschirm schon wieder, ne, wie viele Teile da reinkommen. Und das Geile ist, da ist eine Gewichtsüberwachung mit drin. Der sagt, der Soll- und Ist-Gewicht. Also gewisse Toleranz, aber genau, wenn es total auseinander, dann 2 Gramm. Der weiß ganz genau, die Schraube wiegt so und so viel Kilo. Jetzt hat er 28 Schrauben drin, du packst da einmal rein, machst 28 Schrauben rein, du machst die 28 rein, machst 24 rein, sagt er, halt, da fehlt was. So genau geht das. So, aber wir haben ja jetzt hier eine Reihe von Kartons, groß und klein. Genau. Da vorne auch. Das heißt, es gibt verschiedene Kommissionierstationen. Richtig. Und die werden im Prinzip auch immer so geschickt, dass da immer ein Vorlauf ist. Genau, der Computer errechnet das, sagt, okay, ich habe jetzt 10 Auftrag gezogen und da kann jetzt sein, dass bei einem Kunden zum Beispiel auch 2 Boxen kommen, weil er jetzt so viel hat. Oder die Kleinteile aus unterschiedlichen Legern kommen. Hier siehst du jetzt auch wieder, ne? Die Kollegin hat auch das Foto. Ja, genau. So, jetzt kommt der nächste. Kommt jetzt rein. Steht dir jetzt vor, du sollst einen großen Karton nehmen, weil der Computer schon errechnet hat, wie viel Verpackungsmaterial du brauchst. So, 3 von 3, da siehst du das Teil oben. Ja. Zack, rein, weiter geht's. Und hier in dem Container sind einfach diese Verpackungsmaterialien. Ne? Die machen wir selber, die werden eigentlich von der Rolle geföhnt. Können wir uns auch gleich mal angucken und dann kommen die hier oben über so ein System an. Hier aus der Plane wird das gemacht. Die wird dann reingeholt. Das haben wir jetzt relativ neu. Dann wird das erhitzt und wird mit einem Gebläse hier oben reingedrückt, da oben in die Box rein. Und schon hast du ein Verpackungsmaterial. Krass. Du fährst halt immer nur die Palette hier drunter, wenn die leer ist. Ne? Da hat man auch lange überlegt, was nimmt man da, was ist einfach vom Handling her. Ne? Wir haben auch gesagt, durch diese, die du da reinstopfst, hast du einfach, du musst ja auch so verpacken, dass nichts im Paket hin und her schlägt, dass nichts kaputt bricht. Und da hat sich diese Verpackung einfach als Bestes rauskristallisiert. Und die werden auch gerne von unseren Kunden wieder als Verpackungsmittel genommen. Jetzt bin ich aber noch mal gespannt, weil was steht da jetzt auf dem Display? So, sie kriegt das jetzt. Ah, sag mal, jetzt habe ich das verstanden. Sie hat nur eine Packung da reingelegt und der Rest geht wieder zurück? Genau. Wenn du jetzt hier 10 Filter drin hast, ne? Ja. Sie weiß jetzt für den Auftrag, brauche ich jetzt 2 Mannfilter oder 1, ne? Dann nimmst du die raus. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, diese Boxen wären schon vorkommissioniert. Nein, nein, nein. Das sind die Boxen, die original jetzt wieder ins Regal kommen. Die wandern jetzt wieder ins Hochregal rein, ja. Aber was ist denn jetzt? Jetzt hat einer 2 Filter bestellt. Ja. So, und jetzt gibt es heute noch 2 Bestellungen, die auch Filter bestellen. Ja. Ja, was machst du mit der Box? Da muss das ja so gelegt sein, dass du einen Umlauf hast. Ja, genau. Wir haben natürlich mehrere Lagerorte, deswegen kannst du das, du hast jetzt in der Box hast du jetzt 20 Filter, in der nächsten Box hast du auch 20 Filter, aber das wird ja computergesteuert angeliefert. Das heißt, sie sagt hier, sie packt diese Aufträge, dann bekommt sie schon die richtige Box zugeteilt. Und da können auch 5 oder 10 Boxen von unterwegs sein im System. Dann ist nicht mehr Kreisliga. Nee, das ist schon erste Liga. So, hier oben siehst du mal hier die Leitstandsansicht. Ne? Also hier momentan wird an 6 Plätzen kommissioniert, weil jetzt gerade wahrscheinlich auch welche in der Pause sind. Ne? Offene Picks 1140, 5800 sind heute schon bearbeitet worden. In der letzten Stunde haben die 895 Picks gemacht. Also Picks heißt kommission, also Pick. Also wirklich einzeln. Ja, genau.
Und das ist Leitstand Ansicht 1. 1 von. Das gilt für. Nur für diesen Bereich. Das gleiche haben wir noch ein paar. Okay, 6 Plätze sind gerade aktiv. Genau. Und grünes Männchen ist alles in Ordnung. Wenn grün ist, ist alles in Ordnung. Wenn das auf rot schwenkt, dann müssen wir irgendwas machen. Entweder hast du dann Stillstand im Band oder wir müssen einfach schneller werden und sagen, okay, wir müssen mehr greifen, weil das Auflassvolumen heute so hoch ist. Das ist einfach nur ein Indikator für die Mitarbeiter, dass sie wissen, okay, wir sind top drauf, wir können das alles, ne? Wir schaffen das heute alles. Sie guckt jetzt den Auftrag nach, so, verpackt den jetzt zu, so, dass es jetzt stabil verpackt wird. Das ist nur auf dieser Seite. Da wird Pick und Pack, nennt sich das hier. Da wird gepickt. Ja. Hier wird gepackt. Das heißt also, hier wird nochmal Verpackungsmaterial reingelegt, nochmal geprüft, nochmal eine zweite Kontrolle. Ne? Wie? Jetzt pass auf, hier, zack, sie guckt jetzt drauf, ja. Nimmt jetzt das Verpackungsmaterial, meine, da sind jetzt ja schon Teile drin. Ja. So, legt den Lieferschein. Okay, Lieferschein kommt oben drauf. Genau. Und ab und zu verschließt du den und dann hast du halt hier diesen Granit, da wird das dann über das Paket geklebt. Also ich habe das selber schon mal gemacht, hier habe ich mal wirklich hier hingestellt. Ich bin ja früher auch mal ganz Zeit lang auch im Ersatzlager gewesen und habe auch Pakete gepackt. So schnell wie die Damen das hier machen und die Herren, die hier sind. Wahnsinn. Also da kommst du nicht hinterher. So, dann machen wir weiter. Ja, aber guck mal hier, Ordnung, ne? Alles hat System. Der normierte Lagerplatz für den Handfeger und das Kehrblech. Kannst ja hier sehen, du kannst ja fast vom Boden essen, ne? Du hast ja vom Gefühl, bist du in einer Maschine drin. Um dich herum bewegt sich, dreht sich alles. Was ich mir so frage. Vorsicht, Helm. Die ganze Paketachterbahn hier so zu bauen, ne? Ja. Wie lange hat das gebraucht? Also, ja gut, da brauchst du. Also wir sind ja. Also das war über ein Jahr, ne? Also das ist ja auch immer wieder neu, immer wieder anders, ne? Ich habe auch eben noch gedacht, als wir hier reingekommen sind, dann habe ich diese paar Bahnen gesehen mit den Rollen, da bewegt sich was. Dann dachte ich, okay, das ist jetzt hier so ein Teil. Aber jetzt sind wir die ganze Zeit schon rumgelaufen, jetzt sind wir auf der anderen Ebene, eben waren wir noch höher. Und jetzt gucke ich da hinten bis ans Ende der Halle und da ist auch voll Alarm, im positiven Sinne. Ja, ja. Also blinkt hier alles nicht rot, es ist alles auf grün. Ich finde, das hat auch so was Beruhigendes. So, statt Aquarium im Haus, bau dir doch so ein automatisches Lager. Ja, hier kommen ja unsere Kartons, die du eben gesehen hast, ne? Die kommen ja hier offen an und dann kommt hier der Deckel drauf und der Ding, der macht den komplett passend. Da wird der Karton passend abgeschnitten auf die Höhe und dann kommt von oben der Deckel drauf. Richtig geil. Der beschneidet den Unterkarton, wenn er jetzt nicht ganz gefüllt ist, schneidet den aufs passende Maß und dann wird von oben der Deckel drauf gepresst. Ist ja wieder einfach wie genial, weil wenn du dafür sorgst, dass der Karton keine unnötige Luft hat, erstmal, du brauchst nicht so viel Füllmaterial, b, alles, was du an Volumen hast, was du gar nicht brauchst, kostet dich ja auch Geld. Ja, letztendlich das auch und wir können halt viel mehr die LKWs bestücken bei der Versendung. Ne? Hast du schön passend klein gemacht. Ja, das meine ich ja, weil sonst brauchst du halt einen LKW mehr. Und das Schlagen von den Teilen drin, ne? Das ist so der Hauptgrund dahinter. Also wie registriert er das? Ja, der Laser, wenn der jetzt reinkommt, der sieht das, der hat ein bisschen Anpressdruck, der Stempel. Ah, okay, der Stempel geht runter, der merkt den Gegendruck, dann sagt er, okay, was weiß ich. Ja. 1 Kilo, mehr mache ich nicht und dann bin ich auf die Höhe, der Rest kommt ab. Der Rest ab und dann mache ich den Deckel drauf, klack. Das geht so schnell. Ach, der runter. Schneidet das nicht, der falzt das und knickt es um. Du falzt es um und knickst es um. Und jetzt das ging fix, ne? Ja, du hast einen Deckel und jetzt drauf. Kommt Umreifungsband. Genau, Umreifungsband automatisch. Die Maschine hätte ich auch gerne. Ja. Das ist nämlich blöd, dass... Und jetzt kommt der Clou. Der Computer weiß jetzt, okay, das ist der und der Kunde, das Paket geht bei UPS raus. Er druckt hier also das Versandlabel aus. Krass. Ja, also das ist vollautomatisch hier. Ne? Jetzt, wenn der nächste kommt, er scannt ja wieder in den Karton. Er weiß ja, für wen der Auftrag ist. Da kommt der Karton fertig hier raus. Genau, also bislang hatte ja der Karton immer nur den Barcode, der halt fortlaufend das... Das ist halt im Prinzip die erste Stelle. Ne? Jetzt auch hier kommt der nächste. So, zack. Oh, der, guck mal, der geht mit Nox raus. Mit Nachtexpress. Und geht er jetzt auf ein anderes Band? Nö, der geht jetzt runter erstmal unten. Das wird dann unten nochmal in dem nächsten Part, den wir uns angucken. Wird das nochmal vorsortiert. Und das ist morgen früh in München? Das ist morgen früh in München. Das ist so abgefahren, ne? Das ist so krass. Granit Black Edition, ihr macht auch Werkstattwagen. Ja, machen wir auch. Wir haben eigenes Werkzeug, ne? Werkstattwagen, alles, was du dir vorstellen kannst. Akkuschrauber, Akkuflex, allen. Akkuschlagschrauber. Also ich wäre komplett lost hier. Wir haben hier noch verschiedene Lagerplätze, hier ist hier Verpackungsmaterial einfach. Ne? Siehst ja, so eine Anlage, die frisst ja auch, ne? So eine Palette ist ja dann nichts, ne? Okay, Leute, guckt einfach mal hier. Hier stehen reihenweise, bergeweise, palettenweise nur Kartons. Oh, hier oben auch, ne? Im Prinzip die ganze Regalreihe, nur Kartons, nur Kartons. Das ist quasi, wenn du einkaufst,
Lebensmittel? Ja. Musst du auch an Klopapier denken? Meistens. Ohne schlecht. Hier siehst du jetzt noch mal so ein kleines Regal, ne? Da ist auch noch mal zigtausend Palettenstellplätze drin, wo dann auch Großteile reinkommen, ne? Das ist relativ jung. Das haben wir jetzt erst vor, glaub, 2 Jahren in Betrieb genommen. Wir haben halt verschiedene Sachen immer drin, ne? Auch vom Bosch hier, Kinderspielzeug. Wir haben einen eigenen Katalog für Kinderspielzeug auch mit, ne? Wir haben einen eigenen Spielzeugkatalog? Ja, ja. Also wenn du noch mal das Heimwerken richtig anfangen willst, kannst du dir... Ich überlege, ja, weil ich brauche vor allen Dingen mal eine scharfe Säge. Aber ist aber auch erst ab 3, ne? Wir haben einen eigenen Spielzeugkatalog. Das sind viele Artikel, die wir da drin haben, ne? Es ist einfach, die Kunden bestellen es mit. Oder der Chef macht das als Werbeartikel für seine Kunden wieder. Ne? Für seine Mitarbeiter? Für seine Mitarbeiter auch. Gibt's ja, auch ganz viele. Fördermaßnahme. Ja, wir haben zum Beispiel, das merkst du schon, also vor Weihnachten, ne, da ist hier bei Spielzeug Hochkonjunktur. Ne? Ja, klar. Da gehen hier containerweise die Spielsachen raus. Ne? Und das steht halt alles, wenn du mal überlegst, was da für ein Gewicht drin steht. Ne? Ich meine, wie viele Tonnen hier in diesen Regalen drin liegen. Deswegen funktioniert das auch, das Hochregal-Domino so gut. Ja, ja. Weil das hält, solange die Kraft einfach linear nach unten geht, ist alles kein Problem. Sobald du aber von hier... Ja, ja, sobald wieder von der Seite, obwohl du siehst ja hier die Leisten, das sind ja überall keine kleinen Schrauben drin, aber das ist halt vom Gewicht her schon enorm. Ne? Maximale Feldlast 17,6 Tonnen. Hier könnten 17 Tonnen drauf sein. Nee, komplett 17 komplett, Tonnen. Ja. Wir haben die Gewichte natürlich überall hinterlegt, ne? Bei jedem Artikel. Ne? Wir versuchen natürlich auch jeden Artikel bildlich irgendwo darzustellen und zu digitalisieren letztendlich. Da bist natürlich auch oftmals darauf angewiesen, was du dann von deinen Lieferanten bekommst. Ne? Sind das alles auch sperrige Teile hier. Ne? Siehst du hier auch. Hier, das sind zum Beispiel so richtig klassische Kreiselheuer-Reifen. Ne? Kreiselheuer, ne? Andere würde sagen Schubkarrenrad, aber das ist ein bisschen größer. Ne? Für was ist das? Ja, das ist hinten ein Zubringerfass zum Beispiel, ne? Am Güllefass, ne? Wo du das hier an den Tank anflanscht. Ne? Und hier kannst du dann halt mit dem Gülleschlauch drauf gehen. 90 Grad Winkel ist hinten an so, kennst ja diese LKWs, die zubringen, ja, Gülle zubringen. Ne? Dann wird das angeflanscht, kommt eine Dichtung zwischen mit 4 Schrauben und dann kannst du hier halt mit deinem Gülleschlauch angehen. Weil ich brauche noch irgendwie was für einen Frischwasseranschluss für einen Wohnwagen. Ja, der ist natürlich passend dafür. Den brauchst du nur einmal voll machen und dann machst du einfach hier eine Folie. Da ist der Anschluss, ist der Frischwassertank quasi. So Leute, jetzt haben wir hier noch mal was ganz Feines. Bist du auch ein bisschen stolz drauf, ne? Ja, hat nicht jeder, ne? Ist hier die höchste Halle? Jo, dies ist die höchste Halle, die wir bei Granit haben hier bei uns im Haus. 18 Meter hoch, ja, auch wieder so knapp 100 Meter lang, ne? Ich habe sowas schon mal gesehen, hier kommst du nicht rein. Ja. Weil wenn die Tür aufgeht, ist da drin... Sofort tot. Das ist voll automatisiert, hier arbeitet auch kein Mensch, kein Staplerfahrer. Du hörst es aber die ganze Zeit so ein bisschen rauschen. Das Interessante ist aber, wir stehen jetzt hier schon 10 Minuten, hier hinten ist relativ wenig los, weil das ist auch ein smartes Lager. Ja, genau. Das heißt, Renner sind vorne, da ist genau, mehr los. Genau. Und tatsächlich, man soll es nicht glauben, es gibt wenig Licht. Wir können kein Licht anmachen, weil Roboter brauchen kein Licht. Die Roboter brauchen kein Licht. Ne? Also wir gucken natürlich auch, wo wir Ressourcen sparen können. Ne? In dem Moment hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber die Roboter brauchen kein Licht. Ja, also wir haben hier 125 Roboter im Einsatz, die hier die Boxen picken. Hast du ja eben gesehen, die Boxen waren ja immer auf dem Band. Ne? Wenn die sagen, okay, ich brauche jetzt eine Box mit Filtern, dann sind die irgendwo drin, die holen das ran und liefern das automatisch hinten zum Pack. Man sieht ja eigentlich auch nicht, dass jetzt hier was drin ist, aber in allen Boxen liegt jetzt hier das Material drin. Ja. Das, was wir oben quasi gesehen haben, richtig, das mit den Zündkerzen oder mit den Filtern, richtig, das kam hierher. Das kommt von hier. Hast du ungefähr eine Idee, wie lange dauert das, bis er hier das Signal kriegt, holen wir die Zündkerzen, bis es oben ist? Ja, 5 bis 10 Minuten, je nachdem. Ne? Je nachdem, ob ein Stau auf der A2 ja, ist. Aber Stau. Ich finde, das hat so was Beruhigendes. Ja. Wenn du hier stehst von der Geräuschkulisse, ich habe mir sagen lassen, sowas ist auch nicht ganz billig, so ein Lager. Das kostet schon ein paar Euro, weil es ja voll automatisiert ist. Ne? In Deutschland gibt es einige Lager davon. Also wenn du immer so ein hohes Lager liest, ist meistens so ein System da drin. Ne? Das ist einfach letztendlich Platz sparen, weil wir haben hier 120.000. Und wenn 120.000 von den grauen Kisten, 120.000? Ja, ja. Das geht dann bis da hinten durch und dann siehst du ja 18 Meter hoch und dann... Wie lang ist das? Ja, so knapp 100 Meter. Ne? Wahnsinn. Also da ist schon ein bisschen was drin. Ne? Und die werden ja alle zusammengesucht. Hier braucht also nur zu wartungstechnischen Zwecken ist hier einer mal drin und ist auch relativ störunanfällig. Ne? Und diese dicken Rohre, das ist wahrscheinlich Löschwasser? Genau. Ja, du weißt ja nie, wenn jetzt so ein Shuttle mal in der Mitte stehen bleibt, ist ja alles Elektrik, ne, Reibung. Ja, und dafür musst du halt dementsprechend auch Löschwasser bereithalten. Und du siehst das ja, wenn du hier mal hochguckst, oben in jede Ebene geht das rein. Ne? Auch hier Safety First. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt vom Ton, aber das ist echt... Eigentlich so eine Ruhe, man hört so ein bisschen so ein Summen, aber dann hörst du in diesen Regal rein immer mal wieder irgendwie so ein
Klickern, so ein Klacken, wo so eine Box da gerade rausgeholt wird. Also es passiert immer was. Und wenn man überlegt, das passiert hier, aber ganz am Ende, morgen früh, haben die Leute ihr Paket abgefahren. Ey. Aber was ist die Grenze? Also was könnt ihr hier machen, was ihr dann drüben nicht könnt oder umgekehrt? Das sind ja alles leichte Teile, die hier eingelagert werden. Also schwere Teile kannst du hier nicht reinbringen. Das würde die Bodenlast gar nicht von den Regalen halten. Ne? Okay, also es sind hier mehr Kleinteile, Lager. Ne? Die Zündkerzen, die Filter. Zündkerzen, Filter, alles was so, ich sag mal, 5 Kilo wiegt, ne? Beispielsweise. Ne? Und darunter Dichtungen, ne? Oder alles, was so zu picken ist. Das heißt, die Box kommt raus und nach 10 Minuten ist die auch wieder hier. Genau, dann fährt er die wieder rein irgendwo, merkt sie den Lagerplatz und wenn der nächste Anforderung vom nächsten Auftrag kommt, fährt er wieder, holt die Box raus oder eine andere Box, wo die gleichen Teile drin sind. So, und jetzt sind in der Box meinetwegen 15 Filter. Ja. 10 Filter sind gepickt, sind kommissioniert, das kommt hier wieder rein, 5. Jetzt kommen aber weitere 20 Filter durch den Wareneingang. Ja. Das heißt, kommen in irgendeine Box, legt er sie irgendwo hin und dann weiß er, da habe ich 20, da habe ich 5 und dann... Mix und matcht er das. Genau, dann matcht er das, wenn jetzt ein Kunde kommt, der braucht nur 3 Filter, dann wird er den 5er holen, damit er die wieder leer kriegt, damit wir wieder Lagerplatz haben, damit wir wieder Lagerkapazitäten haben. Abgefahren, wie willst du sowas? Das ist ja im Prinzip 20 Züge im Schach voraus. Wir haben ja Notsysteme, also wenn das System mal ausfällt, ja, dann haben wir ein Problem. Aber die Ausfallzeiten sind also geringer. Wir haben auch wesentlich weniger Greiffehler dadurch. Ne? Wenn wir diese Sachen hier alle lagern, komprimiert lagern, letztendlich kommt es auf den Mann vorne an, wie er es eingibt. Wenn der natürlich vorne was Verkehrtes einlagert, kann natürlich auch passieren. Aber du hast ja gesehen, ihm wurde ja gezeigt, was ich da einlagere und was ich da hinschicke. Und dann geht das ja von da aus dann hier ins Lager rein. Logistisch ist das schon eine gewaltige Herausforderung. Aber ich würde sagen, wir verschaffen uns jetzt nochmal einen Überblick, quasi das große Ganze. Dafür gehen wir wieder hoch. Ja. Hier haben wir wieder Filter. Ja. Ist auch wieder total chaotisch, kein System. Aber eigentlich macht es das spannend, ne? Chaotisches Lager ist immer spannend. Hey, du hast ein bisschen Inspiration, wie so ein Schaufensterbummel. Du gehst einfach so durch, ach, guck mal. Ja, ja. Hier, was ist denn das zum Beispiel? Hier, Markerspray. Ja. Dann haben wir wieder hier was Schönes von Granit. Eine Fettpresse. Nee, eine Saug- und Druckspritze. Hier hast du einen Wartungssatz. Messer für ein Rasenmäher. John Deere-Teile. Hier hast du im Prinzip alles liegen, ne? Was ist das? Also hier könnte ich schon alleine ein ganzes Wochenende, glaube ich, verbringen. Ja, ich merke schon, bei dir kommt immer mehr das Kind im Mann auf. Ja, Heuboden. Also ich sag mal, hier nachts im Museum, ne? Nach dem Motto, nachts im Warenregal. Uns würde nicht langweilig. Hammerstiele, ne? Hast du das? Für einen Freischneider, ne? Wir haben hier auf 3 Ebenen so 8000 Quadratmeter jede Ebene. Fachbodenanlage, hier wird wirklich mit Hand gegriffen, ne? Scheibenwischer? Hosenträger von Stiel. Wir sind der größte Händler in Deutschland für Stiel Originalersatzteile. Lüfterräder. Ja, 460.000. Was? Artikel Lagerplätze hier auf diesen 3 Ebenen. 400, also fast eine halbe Million? Lagerplätze auf diesen 3 Ebenen. Das wird hier immer auftragsbezogen kommissioniert. Die haben einen Auftrag. Entweder haben die das, kriegen die das aufs Ohr gesagt, okay, geht in den Hai. Geht das aufs Lagerfach, ne? Oder die scannen das dann halt in diese Box. Die nehmen das dann mit, die fahren dann eigentlich auch strategisch genauso, wie sie es dann haben müssen. Die werden dann auch schon so geleitet und dann packen die unter Umständen, jetzt siehst du da, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12 Aufträge gleichzeitig. Das ist ja wohl hier Standard für jeden Treckerfahrer, oder? Um Gottes Willen. Arbeitsscheinwerfer. Ja. Aber guck mal, ne? Ich hole jetzt irgendwie random hier was aus dem Regal und du kannst immer was dazu erzählen. Das heißt, du kennst dich schon aus, ne? Ja, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Ne? Also klar, natürlich kennst du dich damit aus, wenn du aus dem Ersatzteilwesen kommst, wenn du es gelernt hast. Hier, Klaas Originalteile. Ja, wir machen zum Beispiel auch für verschiedene Hersteller den kompletten Ersatzteilvertrieb. Das heißt also Hersteller, die einfach die logistischen Möglichkeiten nicht haben, da machen wir das auch komplett für. Hier ist eine Alkokupplung. Was ist das? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ein Stück Holz. Ein Stück Holz. Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Hier ist jetzt eine Nummer und ein Code. Genau. Aber hier steht jetzt nicht im Klartext drauf, was für ein Artikel. Und das ist eigentlich auch egal, weil er könnte von heute auf morgen sagen, okay, dieser Code ist das jetzt das. Das könnte da liegen, genau. Ja. Hm, wenn er sagt, das ist jetzt leer ist halt und leer. Das verschiebe ich jetzt nach hinten, weil das wird nicht so oft gepickt. Genau. Das müsste ein Fendt 942 mit Frontmähwerk sein. Rein theoretisch müsste das einer sein, wenn es nicht just draufstehen würde. Ja. Also es geht wirklich komplett wirr. Ne? Aber das kommt ja jetzt auch mal dazu. Ne? Du hast jetzt zum Beispiel jetzt hier von Gedore so eine Rundpfeile. Eine Rundpfeile. Ja. So. Das ist jetzt ja kein Artikel für 100 Euro. Nee. So, eventuell ist das auch ein Artikel, wo jetzt nicht die
Ultramarge drauf ist, aber der liegt hier. Der muss eingelagert werden, der muss verwaltet werden, der hat einen Regalplatz, einen Lagerplatz. Genau. Ich sag mal, dieses All in One Hand haben wir ja. Ne? Also der Kunde kann bei uns das natürlich mitbestellen. Natürlich ist es nachher der Umschlag, die Masse, die es natürlich letztendlich macht. Aber wenn wir das so anbieten, wie wir es im Workshop anbieten, mit der Produkttiefe, die wir haben, dann bestellt er das auch von Gedauer bei uns mit. Ja, cool. Ne? Also das findest du hier alles, das wird alles von den Kräften dann gescannt, ne? Der Mitarbeiter, von den Kollegen. Und dann nehmen die das raus. Aber es ist wirklich komplett Wildwest. Ne? Du hast wirklich hier Schellen im Messer liegen. Ja, also hier siehst du nochmal die Boxen. Hier werden also gerade so bis zu 3, 6, 9, 12 Aufträge gescannt. Ne? Und er kriegt halt den Auftrag dazu und der geht die Gänge durch und verteilt die dann auf die Boxen. Und wenn das dann fertig ist, dann geht es da vorne aufs Band. Also du hast ja gesehen, da vorne, wenn die fertig sind, kommen die auf dem Rollband. Ja. So, und jetzt kommen wir an den Ausguck. Das ist ein absoluter Highlight. Jetzt kommt das, was ich dir gesagt habe, ne? Frankfurt, Flughafen, ne? Zack, da fahren diese ganzen Aufträge, was da handgepickt wurde, in diesen Puffer rein. Und du siehst da so ein schönes Regal, da geht die so rauf runter wie so ein... Wie so ein Paternoster. Ne? Genau. Und das ist ein Pufferregal, wo wir sagen, okay, wenn der Kunde jetzt fertig ist mit Bestellen, werden aus dem Pufferregal demnächst alle Aufträge, die kurzfristig reingekommen sind, zusammengestellt. Dann kann es sein, dass der pro Packplatz, wenn er das nachher hinten kommissioniert, 5 Boxen hat, weil der Kunde 5 am Tag was bestellt hat. Dann kriegt er die Aufträge in einen Karton. Ah, okay. Also ich kann um 14 Uhr was bestellen, dann habe ich um 11 Uhr schon was bestellt, um 15.20 Uhr nochmal. Genau. Und dann sagt er, okay, ihr liefert aber, also der LKW zur Abholung kommt nur abends, der kommt nicht mehrfach. Genau. Es kommen schon früher auch noch LKWs, aber es kann auch sein, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt 5, 6 Aufträge beisammen, 18 Uhr ist da und dann kommt das aus dem Puffer raus. Also ich bestelle jetzt um 15 Uhr. Ja. So, dann ist es schon kommissioniert. Dann kann es ja sein, ich bestelle nicht nochmal. Ja gut, dann kommst du um 18 Uhr, fährt er den dann automatisch hin zum Packen. Okay, aber bis dahin bin ich in dem Puffer drin. Genau. Für manche Aufträge, das ist auch bei Bestellhäufigkeit bei Kunden. Ne? Du hast ja viele Kunden, die haben immer das gleiche Bestellverhalten. Ne? Das analysiert er und dann sagt er, okay, der bestellt eh dreimal am Tag. Der bestellt eh, da bekommt noch was und ansonsten geht das um 17 Uhr oder um 18 Uhr dann. Und für euch den Vorteil, okay, ihr habt nicht für 3 Kleinteile... 3 Kartons, sondern wir packen 3 Aufträge in einen Karton. Das sind aber nur jetzt hier die Kleinteile, ne? Die wir jetzt hier in dem Kleinteile-Packbodenregal gepackt haben. Ne? Das andere geht ja automatisch. Wir sind ja hier noch nicht auf der letzten Ebene. Ne? Darunter ist noch ein Kellergeschoss oder was? Oder ist das auch wieder Regallager? Oder? Ne, das ist einfach Materiallager unten drunter. Ne? Also das Wesentliche passiert halt in diesem Bereich hier. Aber jetzt gehen ja Sachen da rein in den Paternoster, genau. In den Puffer. Obwohl es ja jetzt 8:30 ist. Ja gut, aber wenn je nachdem, wie groß das Auftragsvorkommen von dem Kunden an dem Tag war. Okay, kann sein, dass da noch mehr reinkommt. Kann da noch mehr reinkommen oder er hat halt eine andere Orderart gewählt. Wir haben ja noch eine Service-Order-Möglichkeit. Ne? Dann wird das morgen früh kommissioniert. Das kann auch sein, dass wir morgen früh da drin bleiben. Ne? Weil dann hat er, ich sag mal, so eine 2-Tage-Order. Da haben wir ein bisschen mehr Puffer hier im Lager. Und der Kunde braucht, wenn er sagt, okay, ich brauche die Teile nicht nächsten Tag, bekommt er dann auf gewisse Teile einen besseren Rabatt. Dafür haben die aber eigentlich mehr Luft hier. Und dann werden die so, wie nachher hinten die Packplätze belegt sind, wenn die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt ein sehr starkes Aufkommen, dann werden die morgen früh erst kommissioniert bzw. gepackt oder halt heute Abend noch, wenn die merken, dass leerer wird. Die werden dann auf unterschiedliche Bahnen geschickt und wenn jetzt, selbst wenn eine Bahn ausfällt, haben wir immer noch ein Puffer-System drin, eine zweite Bahn, dass sie trotzdem weiter kommissionieren können. Allein die Idee, dass ich sage, okay, ich brauche einen Puffer, wie realisiere ich den Puffer? Und dann dieses Paternoster-System, weil du kommst ja jederzeit wieder dran und keine Box blockiert eine andere Box. Genau. Das heißt, du musst nicht nochmal umschichten und kommst an jede Box, beliebige Box dran. Du kannst jede Box halt einzeln abrufen. Wenn du sagst, okay, für den Kunden ist jetzt heute Feierabend, zack, drück dir auf den Knopf drauf, holen wir die Aufträge von der Kundennummer rein und dann kommen die automatisch an das Band, was wir uns gleich noch angucken. Was wir jetzt auch sehen, es wird ein bisschen dunkler, weil es ist schon fortgeschrittene Stunde und wir haben nur diese natürlichen Oberlichter, weil hier wird nicht viel Licht gebraucht, weil das läuft ja wieder vollautomatisiert. Wir sind halt keine Menschen groß im Einsatz, nur zur Überwachung ein wenig. Ne? Wo kommen denn die Aufzüge her? Die kommen ja da hoch und dann ist das Ding da bestückt. Das ist alles, kommt alles hier oben aus den einzelnen Fachbodenanlagen, weil wir haben ja 3 Anlagen übereinander, also 3 Systeme. Ne? Das haben wir unten und das wird alles hier in diese Ebene gehoben. Aber wie kommen die Container von hier? Da vorne gehen sie runter. Siehst du? Da kommen die da hin und das haben wir auf jeder Ebene. Und da werden die aus allen 3 Fachbodenanlagen, kommen die hier rein. Und deswegen werden teilweise welche angehoben, dass sie hier oben rumgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen auch fühlen könnt, aber du bist hier in
im Zentrum der Macht drin. Du bist hier in der Maschine und alles wickelt, alles klötert hier rum. Das ist echt. Also es ist immer wieder auch interessant. Das ist ja ein stetiger Prozess, einfach diese Sachen zu optimieren. Ne? Da gehst du wieder rum, da ist wieder ein anderer Stellplatz. Ne? Das ist also wirklich immer interessant zu sehen, wenn ich dann hier auch mit Kunden mal reingehe. Oder generell, wenn wir auch mal eine Führung von den Lagerleuten hier bekommen mit unseren Kollegen. Und das kann man auch schlecht beschreiben da aussehen, das muss man einfach sehen. Kennst du das noch? Früher als Kind hattest du eine Kugelbahn? Ja, genau so ist es. Das ist so Kugelbahn für ganz, ganz große Jungs. Ja, ja. Und für ein bisschen mehr Geld. Für ein bisschen mehr Geld, genau. Aber das musst du schon haben heutzutage, sonst geht es hier nicht weiter. Ne? Ihr habt hier so viel Infrastruktur, das kann kaum einer leisten. Sag ich mal, in der Liga mitzuspielen, da kannst du ja nicht von heute auf morgen kommen und sagen, okay, ich baue mir jetzt auch sowas. Nein, das kannst du sicherlich nicht. Ich meine, das ist natürlich auch, wir investieren natürlich auch unheimlich viel. Ne? Also wenn du jetzt siehst, so eben hinten das große, das AKL, ne? Das ist ja relativ jung. Wir investieren unheimlich viel in diese Anlagen drin und das Know-how musst du auch einfach haben. Guck mal, wie nett und höflich die auch sind, weißt du? Da gibt es hier keinen. Ja, da gibt es keinen Stress, ne? Da gibt es keinen Stress im Straßenverkehr. Also wenn es da Stress gibt, haben andere Leute Stress, ne? Stell dir mal vor, diese ganzen Boxen wären jetzt irgendwelche Autos in Italien oder so. Und die würden die ganze Zeit hupen. Was meinst du, was hier los wäre? Da würden wir es hier drin nicht aushalten. Ne? Also, wo ich das erste Mal hier gewesen bin, wo ich das erste Mal das hier alles gesehen habe, da habe ich gesagt, gib mir ein Gummiband, damit ich den Mund wieder zukriege. Ja, weil man das überhaupt nicht erwartet. Und das ahnst du doch nicht, wenn du die Halle von außen hier siehst. Und zwar hier mitten auf dem platten Land in Norddeutschland. Also das ist jetzt quasi die letzte Station, bevor es dann rausgeht. Ganz genau. So, und 7000 Behälter, Ein- und Auslagerung pro Stunde. Richtig. 7000, das kannst du jetzt durch 60 teilen. Auf jeden Fall. Über 100 in der Minute. In der Minute, ja. Das musst du mal überlegen, wie viel das pro Sekunde sind. Also da kannst du, können wir beide nicht so schnell sortieren. Nee, definitiv nicht. Wenn wir uns noch so viel Mühe geben, nee, das geht nicht. So, Frank, sag mal, wo wir jetzt sind. Auf jeden Fall ist hier ein bisschen Tumult und wir haben es schon relativ spät. Ja. Gucken wir auf den Wecker. Viertel nach neun. Also 21.15 Uhr. Hier kommen halt im Prinzip die fertig verpackten Pakete an. Und hier wird im Prinzip für den Nachtversand vorkommissioniert. Die Pakete sind hier rübergekommen, wobei jetzt ist da nicht mehr so viel, weil es ist quasi jetzt runtergekommen schon. Ja. Also im Prinzip alles, was wir bisher gesehen haben, genau. In den Karussells, in den Puffer, genau. Ist mittlerweile hier runtergekommen. Ja. Genau. Und das sind jetzt im Prinzip genau die Pakete. Ja. Hier mit dem Siegel, da genau. Mit dem Stempel. Mit dem Label, ne? Was wir vorher gesehen haben. Also diese Pakete werden hier für den Nachtversand vorkommissioniert, sodass sie das dann besser greifen können. Haben die da irgendwie eine Hilfe oder gucken die wirklich drauf, okay, da steht DE51? Ja. Also die kommen schon vorkommissioniert für gewisse Bereiche hier an. Ne? Siehst du hier unten, hier ist, kommt zum Beispiel Pakete an für Postleitzahl 14, 17, 18, 30, 39 und 59. Und NOX heißt bei euch jetzt hier Nachtexpress. Nachtexpress, genau. Und das ist jetzt, hier kommt jetzt dann nichts für UPS oder für DHL oder irgendwas. Das ist rein wirklich Nachtexpress. Da hinten ist natürlich jetzt auch schon was los. Ab und zu hört man mal was. Wir haben unterschiedliche Abfahrtzeiten. Das ist alles getaktet hier. Und dann holt sich der NOX-Fahrer hier die Gitterbox weg. Wenn er jetzt aus dem Bereich 40 kommt, hier holt er sie weg und verlädt dann eigenständig die Pakete in den Bulli rein für das Verteilzentrum rein. Oder in den LKW. Ne? LKW und dann geht's halt in die Verteilzentren und dort wird das dann nochmal neu kommissioniert für die einzelnen Touren in dem Bereich. Und dann fährt letztendlich der Fahrer als letztes mit seinem Bulli bis zum Endkunden und liefert dort die Ware aus. Der ist jetzt relativ voll, die Gitterbox. Ja, genau. Das sind relativ. Hat er das jetzt nochmal weiter konfektioniert oder war das einfach für den Postleitzahlbereich einfach so die Sendung? Das sind halt auch schwere Teile, die jetzt so in den Bulli nicht verladen werden, die gehen dann auf den LKW und deswegen werden die zusätzlich nochmal mit der Folie gesichert, damit die Ladung da einfach nicht runterrutschen kann. Okay. Da wird so eine komplette Box auf den LKW verladen. Ach guck, und die hatten wir ja vorhin auch, die Lenoplücken. Ja, genau. Hier siehst du es, oh ja, schön. Hier ist noch auch ein dicker Felge, ne? Eine kleine. Eine klitzekleine Felge, ne, für so einen mittelschweren Trepper. Klar steht dran. Ja, die geht sogar nach Frankreich hin. Also das ist schon Speditionsversand, ne? Mit FedEx. Da siehst du, hier ist FedEx-Label drauf. Express. Ne? FedEx Express, das heißt, mit Luftfracht. Kann das sein, dass das dann morgen in Frankreich ist? Ja, kann sein, durchaus. Ja, weil es mit FedEx Express ist. Expressladung, die ist morgen in Frankreich. Die geht per Luftfracht weg. Ne? Ich finde es ja auch immer gerade bei sowas interessant, da ist ja auch eine Geschichte dahinter. Da ist ja irgendwo jetzt wahrscheinlich gerade Stress, da ist vielleicht die Maschine ausgefallen. Ja, da gibt es irgendeinen, der, wenn der die schon mit FedEx Express bestellt, dann brennt der schon sicherlich der Baum. Es ist viel zu.
So, hier die Löffel, okay. Ja, die gehen auch nach Frankreich hin. Ist auch mit FedEx Express. Das kann aber auch heißen, dass es Speditionsexpress ist. Es muss nicht unbedingt Luftfracht sein. Aber gerade diese schweren Teile werden vorgeladen. Und bei FedEx gehen die sowieso beim Flughafen. Ne? Die werden nicht nach Aktien gefahren. Aber die müssen dann auch nicht unbedingt zwangsläufig nächsten Tag da sein. Hier hast du ja zum Beispiel auch noch eine Radladerschneide. Ne? Das ist so eine kleine Schneide für den Radlader. Vorne für die Schaufel. Die geht auch nach Frankreich hin. Und das finde ich jetzt auch wieder faszinierend. Wir waren vorhin, heute Nachmittag, da oben in einem Kleinteillager. Hatten Spaß, weil wir irgendwie so ein kleines Modell oder irgendwie so ein Kleinteil oder kleine Splinte oder irgendwas. Und jetzt hast du wieder einen ganzen Löffel, ne? Einen ganzen Grabenräumer hier, ja, der auch einfach mal so weggeht. Im Prinzip den gleichen Weg nimmt. Letztendlich nimmt er den gleichen Weg. Der Kommissionierungsweg ist sicherlich ein anderer, weil du halt diese Großteile hast. Ne? Aber letztendlich nimmt das alles den gleichen Weg. Also es kommt alles hier irgendwo an. So, und die ganze Zeit da wird gerade ein LKW beladen. Können wir mal reingucken? Ja, können wir mal gucken. Da siehst du zum Beispiel hier einen Grammer-Sitz, ne? Haben wir ja auch. Grammer, das ganze Programm sind ja Grammer-A-Händler auch. So ein Grammer-Sitz könnte ja Agrar- oder auch Baumaschine sein. Guck mal, da haben wir wieder kleine Gummiketten. Das ist definitiv ein Minibagger, ne? Genau, das ist Minibagger, ne? Seit wann macht ihr jetzt Baumaschinenteile? Also im Prinzip war der Startschuss 2018, wo wir wirklich bei Null angefangen sind, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt in diese Richtung rein. Und sind dann 2019 mit dem ersten Katalog gekommen, wo wir halt Baumaschinenersatzteile drin hatten. Und seitdem wächst das ganze Produktportfolio permanent. Weil natürlich auch viele Teile, die es in der Landtechnik gibt, baugleich sind mit denen in der Baumaschinentechnik, ne, Motorentechnik oftmals, ne, sowas. Ne, oder Sitze. Ne, da hast du viele Sachen, die gleich sind. Ne. Was hat er jetzt da? Er hakt also jetzt die Anzahl der Kollis ab. Er weiß ganz genau, ich muss jetzt so und so viele Kollis mitnehmen. Die müssen dann auch da draufstehen und dann wird die Ware übergeben. Und das geht dann auch wieder ins nächste Speditionsverteiltzentrum rein. Ne? Guck, da ist die Felge, da siehst du jetzt, die geht jetzt nach Frankreich. Also ist er von FedEx vermutlich. Und du siehst, da sind nur Großteile drauf, nur schwere Sachen. Ne? Ja, und so geht das hier jeden Tag. Ne? Da ist noch ein paar Reifen stehen, das ist also alles voluminös. Heute sind wir, ich sag mal, wahrscheinlich sehr, sehr gut unterwegs schon. Ne? Du siehst ja. Alles, was hier steht, geht noch raus. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Kleintransporter, das ist jetzt so eine Tour für einen Sprinter. Für einen Sprinter, ja. Alles Kartons, ja. Gitterbox. Das ist alles nach Postleitzahlen sortiert. Hier sind wir bei Warendorf zum Beispiel, 48. Ja. Ist nicht so weit von uns. Nö. 48 kommen wir auch her. Ja, ich nicht, aber ich wohne nah dran. Hier steht 21.30 Uhr. Genau. Das heißt, um 9:30 hier kommt gleich noch jemand? Nee, der muss bis 9:30 weg sein. Okay. Ne, damit er seine Tour noch erreicht. Ne? Okay, ja, da passt aber auch nicht mehr drauf. Ne? So, jetzt wird Tetris gespielt. Tetris für Große hier. Wenn ihr jetzt beladet, guckt ihr auch so Gewichtsverteilung, wenn ihr ganz schwere Sachen habt, dass ihr das in der Mitte habt oder so und nicht nach hinten auf einmal so? Ja. Also du checkst halt vorher auch schon mal, okay, das ist die Tour für den LKW. Und dann gehst du am Anfang ran und sagst das und das und das. Ja, wir haben hier unsere verschiedenen Reihen. Da wird das dann alles von den Bereitstellern je nach Land bereitgestellt. Und dann verladen wir das, so schnell wie es geht. Wie lange brauchst du in der Regel für so einen LKW, bis du ihn voll hast? Je nachdem, wie die Vorarbeit ist. Zwischen 20 Minuten und eine Stunde. Ja, 20 Minuten ist aber fix. Ja, dann ist die Vorarbeit gut gelaufen. Ne? Das heißt, alles steht schon verladebereit da. Man muss nichts mehr hin und her stapeln. Jetzt haben wir 9:30. Ja. Jetzt wird es aber ruhiger, oder? Ja. Das ist jetzt auch so gut wie die letzte Abfahrt, die ins Ausland geht. Wo geht der hin? Nach Frankreich? Frankreich. Krass. Und das ist dann im Laufe des morgigen Tages da? Morgen früh. Das heißt, der Kollege hat auch Päuschen gemacht, sodass er jetzt wirklich durchfahren kann. Ja. Was macht er jetzt? Ein Foto. Von der Ladung, ne? Für uns, dass wenn der jetzt bei FedEx ankommt und aufkommt und sagt, da fehlt dies und das und alles genau. Kaputt. Wenn er bei FedEx ankommt und der ist auf einmal leer. Ja. Oder da ist Ware kaputt. Und wenn hinten die letzten Paletten dann irgendwie kaputt sind, weil der da so hin und her gefahren ist, dass das alles umgefallen ist. Wir aber dann das Beweisfoto haben, dass das gut verladen wird. Okay. Und wenn jetzt hier der LKW weg ist, ist jetzt für dich normal Schicht vorbei, oder? Wenn der jetzt LKW hier weg ist, ist die Schicht noch nicht vorbei. Dann müssen wir noch nacharbeiten, Verwaltungskram, Listen Tourabschlüsse machen, Trip-Template nach FedEx senden, dass sie das alles kriegen. Ja. Und was macht dir Spaß an deinem Job? Alles.
Ja? Alles. Also am meisten natürlich das Praktische, weil da komm ich her. Ist geil. Ich hatte heute den ganzen Tag die Möglichkeit, hier mal zu gucken, hinter die Kulissen. Ich war und ich bin echt platt, ne? Wenn man überlegt, was dahinter steckt, allein die ganze Automatisierung in dem Lager, da hast du keine Fragen mehr. Wenn man mal überlegt, dass wir teilweise 25 Pakete, die kommen von allen Seiten, alle auf diese Fläche hier vorne. Und wir stehen dann hier vorne mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mann und machen das alles zu Paletten und hauen hier rein. Und aber das bockt doch auch, oder? Ja, klar. So Leute, das war mal ein spannender Tag, würde ich sagen. Mir raucht noch der Kopf von den ganzen Eindrücken, die ich gesehen habe. Vielen, vielen Dank. Ich habe wirklich zum ersten Mal wirklich so einen Einsatz für Logistik gesehen, so eine Technik, so eine Infrastruktur. Und ich muss auch sagen, was mir aufgefallen ist, ich habe nur gut gelaunte Leute heute gesehen. Wirklich, auf allen Etagen, auf allen Ebenen, in allen Abteilungen hat man auch selten, dass alle so gut drauf sind. Gerade in so einem Betrieb, wo ja doch viel zu machen ist. Weil wir haben ja heute keine Däumchen gedreht. Ne? Nee. Jetzt interessiert mich mal eure Meinung zum Video. Und wenn ihr noch Fragen habt an Frank, könnt ihr auch was runterschreiben. Ne? Ja, klar. Also spätestens, wenn ich die Antwort nicht weiß, dann rufe ich dich an. Weil du hast ja gesagt, du bist immer erreichbar. Quasi 24/7. Klar. Alles für den Dackel, alles für den Club. Natürlich. Und vielleicht habt ihr auch noch mal Bedarf an Ersatzteilen für Baumaschinen oder Landmaschinen. Ja. Da können Sie sich ja bei euch melden, ne? Ja, melden kann sich jeder. Adresse zum Webshop blenden wir natürlich ein und ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ne? In diesem Sinne, wir haben jetzt auch Schichtende, ne? Feierabend, ne? Ja. Tschüss. Ciao.